Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hildesheim und des Landkreises Hildesheim und Studierende, ich heiße Sie recht herzlich willkommen und freue mich besonders, einen der exponiertesten Diplomaten, Außenpolitik, Europa, Politik-Experten Ihnen vorstellen zu können, nämlich Botschafter Dr. Thomas Meyer-Harting. Herr Harting hat, wie es in Österreich heißt, Jus studiert, also Rechtswissenschaften an der Alma Mater Rudolfina an der Universität Wien in den Jahren 1973-77. Das war eine Zeit, in der Österreich sich gerade mal bemüht hat, Freihandelsabkommen mit den europäischen Gemeinschaften abzuschließen. Als ein großer EFTA-Gipfel in Wien stattfand 1977, die Ära Kreisky. Der Meyer-Harting hat anschließend auch seine Blicke geweitet, broadening the horizons, und hat sich nach Brügge begeben, wo er Europarecht studiert hat, im Collège d'Europe, nachdem er das juristische Doktorat an der Universität Wien erworben hat. Er hat dann noch im Jahr 1978 ein Diplom erworben an der Haager Akademie für internationales Recht. Eine der schwersten und strengsten Prüfungen, die er bestanden hat, von nur sehr wenigen. Ein Praktikum auch in der Kommission absolviert, und zwar im Rechtsdienst. Die berufliche Laufbahn sah vor, dass er 1979 in den österreichischen diplomatischen Dienst eingetreten ist. Österreich hatte seit 1959 bereits ein Außenministerium, das unter Bruno Kreisky geschaffen worden. In den Jahren von 1979 bis 1994 war Herr Meyer-Harting unter anderem tätig im Generalsekretariat des Ballhausplatzes des österreichischen Außenministeriums, im Rahmen der österreichischen Mission bei den europäischen Gemeinschaften in Brüssel, wo er mit Verkehrsfragen beschäftigt war. Das ist für Westösterreich, besonders für Tirol, ein heikles Thema bis heute, der Transit, die Transitfrage, aber auch mit den ersten Versuchen, eine gemeinsame europäische Außenpolitik zu kommunizieren, zu koordinieren im Rahmen der EPZ, der Europäischen Politischen Zusammenarbeit. Ich darf erwähnen, dass Dr. Meyer-Harting von 1994 bis 1999 auch in einer wichtigen Funktion tätig war, nämlich er war sicherheitspolitischer Direktor und stellvertretender politischer Direktor im Rahmen des österreichischen Außenministeriums. Das betraf unter anderem auch die Abhaltung der ersten österreichischen Ratspräsidentschaft im Rahmen der Europäischen Union im Jahre 1998. In dieser Phase ging es unter anderem in Österreich darum, einen sicherheitspolitischen Optionenbericht zu erarbeiten, wo es unter anderem auch um die Frage ging, soll Österreich möglicherweise auch die Option NATO-Beitritt erwägen. Und dieser Optionsbericht ist allerdings gescheitert, unter anderem am Einspruch der SPÖ, während die ÖVP unter Wolfgang Schüssel, damals Außenminister, auch die Option NATO für Österreich in Erwägung ziehen wollte. Und Thomas Meyer-Harting hat uns im Vorgespräch gesagt, Österreich war in der sicherheitspolitischen Debatte noch nie so weit wie bis zu diesem Zeitpunkt gekommen. Und dann gab es Rückfälle und wieder Abstand nehmen von dieser Option. Herr Meyer-Harting war dann in den Jahren 1999 bis 2003 österreichischer Botschafter in Brüssel, nicht nur wenn man so will, Königreich der Belgier, sondern auch bei der NATO. In dieser Phase erlebte er die berühmt-berüchtigten Sanktionen gegen Österreich, konkret eigentlich EU-14 Boykottmaßnahmen aufgrund einer Regierungsbildung zwischen der österreichischen Volkspartei und der FPÖ. Nach Berlusconi 1994 die erste Beteiligung einer rechtsgerichteten, rechtspopulistischen Partei in Europa. Das war sehr aufsehenerregend, ging aber am Ende aus wie das Hornberger Schießen, weil ein Weißenkomitee eingesetzt werden konnte, das dann zum Ergebnis gekommen ist, dass alles, wie man in Österreich sagt, halb so wild gewesen ist. In den Jahren 2003 bis 2008 war Meyer-Harting politischer Direktor des österreichischen Außenministeriums. Was heißt politischer Direktor? Das ist praktisch die Nummer 3 im österreichischen Außenministerium nach dem Minister und nach dem Generalsekretär. Hier waren wichtige Themen
wieder Sicherheitspolitik, Vereinte Nationen, OSZE und natürlich auch seine Funktion als Balkanbeauftragter, in der Zeit er tätig war für die damalige österreichische Außenministerin Benita Ferrero-Waldner. Von 2008 bis 2011 war er ständiger Vertreter Österreichs bei den Vereinten Nationen und das war wichtig, weil in dieser Zeit 2009, 2010 auch Österreich im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vertreten war, und zwar als nicht ständiges Mitglied. Und diese Erfahrung hat Meyer-Hatting aufgrund zahlreicher Expertisen hier einbringen können. Er wechselte dann 2011 in den Europäischen Außendienst, den es zwei Jahre zuvor durch den in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon nun formell etabliert in Brüssel nun sich abgezeichnet hat. In dieser Funktion war er 2011 bis 2015 Leiter der Delegation der Europäischen Union, praktische EU-Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York. Und er war in den Jahren 2015 bis 2019 auch Exekutivdirektor für Europa im Rahmen des Europäischen Außendienstes. Und das war alles Europa, was nicht die EU betraf. Also die Balkanländer, die Türkei, die Schweiz, Teile Mittelosteuropas, und es ging hier natürlich um Themen wie die Flüchtlingsfrage, erinnern Sie sich an das Jahr 2015, um den Putsch in der Türkei, also in dieser Zeit auch eine spannende Erfahrung sammeln können. Herr Meyer-Hatting hat in weiterer Folge eine Funktion inne, die er bis heute hat. Er ist nämlich praktisch seit 2020 Sonderbeauftragter des amtierenden Vorsitzenden der OSZE, die einen Sitz in Wien hat, für den Prozess der Beilegung der Transnistrien-Frage des Transnistrien-Konflikts, wo es einen Streitbeilegungsmechanismus gibt, an dem unter anderem auch die Russische Föderation und die Ukraine beteiligt sind. Aber Sie können sich vorstellen, dass die beiden Seiten nicht so einfach an einen Tisch zu bringen sind in Anbetracht des seit 2022 völlig eskalierten Ukraine-Krieges, den die Russische Föderation unter Putin in aller Brutalität und Grausamkeit und Totalität führt. Herr Meyer-Hatting ist auch in der Lehre tätig, scheut nicht ein Publikum, ein akademisches, ein intellektuelles. Er ist praktisch für Diplomatie in der Lehre tätig an der Andrassy-Universität in Budapest, Leiter des Lehrstuhls dort. Gastprofessoren hatte er inne am Collège d'Europe in Brügge. Er ist auch Senior Advisor am College d'Europe in Natolin in Warschau und Gastprofessor. Und nebenbei bemerkt, ist er auch Vorsitzender einer Einrichtung, die es seit 1945 in Österreich gibt, dem Österreichischen College, heute Europäisches Forum Altbach, wo er im internationalen Beirat tätig ist. Hier und da äußert er sich auch in wissenschaftlichen Organen, in Periodika. Ich darf auf eine Reihe von bemerkenswerten Beiträgen verweisen, die auch für die Forschung relevant sind, situationsträchtig sind. Einmal 5 Jahre Perestroika in der Sowjetunion, eine Bilanz. Herr Meyer-Hatting hat an der österreichischen Botschaft in Moskau die Jahre unter Gorbatschow gelebt, von 85 bis 89, also die Zeit, wo er versucht hat, Perestroika und Glasnost zu verwirklichen. Ich verweise auf einen Aufsatz, die Europäische Union und die europäische Sicherheitsarchitektur, auf das Thema Sanktionen der EU-14 gegen Österreich und auf einen Beitrag über die neue NATO in der internationalen europäischen Sicherheitsarchitektur. Sie haben also die Breite der Themen, das erhebliche Spektrum an Tätigkeitsfeldern nun grob von meiner Seite skizziert bekommen und können sich jetzt vorstellen, was uns da für einen Vortrag erwartet, wenn es um den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen geht, um die Europäische Union und letztlich das Thema, was uns alle umtreibt: Welche Sicherheitsordnung kann es für Europa geben? Und dazu freue ich mich sehr, Ihnen nun Botschafter Dr. Thomas Meyer-Hatting vorgestellt zu haben. Herzlich willkommen in Hildesheim. Wir haben wie immer auch die Gelegenheit gehabt, heute das Weltkulturerbe etwas in Augenschein zu nehmen, weil die Gattin von Herrn Meyer-Hatting kunsthistorisch interessiert ist. Und das war, denke ich, ein wichtiger Zugang auch heute, um Sie in Hildesheim ein bisschen einzuführen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Ihre Ausführung. Bitte schön. Herr Professor Gehler, meine Damen und Herren, nach dieser Einführung
fühle ich mich sehr gefordert, Ihren Erwartungen auch nur annähernd entsprechen zu können. Mein Verdacht ist, dass ich selbst mit den allerintensivsten Bemühungen nicht wetteifern kann mit dem Professor Gehler als Grillmeister beim bevorstehenden Grillabend, um ganz ehrlich zu sein. Es ist mir eine Ehre und Auszeichnung, in Wiedesheim zu sein, in dieser Serie von Veranstaltungen, wo schon sehr viele berühmte Kollegen aus Österreich und aus anderen Teilen der Welt, aus Deutschland insbesondere, gesprochen haben. Und ich hatte heute, wie der Professor Gehler gerade gesagt hat, die Gelegenheit, Hildesheim, was ich noch nicht kannte, zu besichtigen und das offensichtlich große Glück, vor dem 1000-jährigen Rosenstrauch genau in den 2 Wochen fotografiert zu werden, wo er blüht. Also das betrachte ich schon einmal als ein gutes Omen für den heutigen Abend. Ich möchte, sagen wir, den Bogen nicht allzu breit spannen. Ich dachte, der Professor Gehler hat ja erwähnt, dass ich bei den Vereinten Nationen tätig war, sowohl als Botschafter Österreichs in einer Phase, wo Österreich im Sicherheitsrat war, als auch dann nachher als Botschafter, als erster vollbestellter Botschafter der Europäischen Union nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon, der diese Funktion überhaupt erst möglich gemacht hat. Ich wollte daher eigentlich in 3 Teile das, was ich zu sagen habe, teilen. Ich wollte zuerst ein bisschen reden über die Situation der Vereinten Nationen jetzt, infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine. Zweitens wollte ich ein bisschen erzählen, wie das so ist, wenn man als Diplomat noch dazu eines kleineren Staates über 2 Jahre in diesem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen als ständiger Vertreter und als Mitglied des Sicherheitsrats tätig ist. Und drittens wollte ich ein wenig zu dem Thema sagen, was macht eigentlich die Europäische Union als solche bei den Vereinten Nationen in New York und im Besonderen auch in Bezug auf den Sicherheitsrat. Ich werde beginnen mit 2 kurzen Anekdoten. Österreich, wie es Kandidat für einen Sitz im Sicherheitsrat war, für die Periode 2009-2010, hat sich, was nicht immer der Fall ist, einer Wahlauseinandersetzung stellen müssen. Sehr oft werden die nicht ständigen Mitglieder einfach gewählt aus einer Liste, die präsentiert wird von der jeweiligen regionalen Gruppe, wo genau so viele Kandidaten präsentiert werden, wie freie Plätze sind. Und da gibt es eben keine kompetitive Wahl. In unserem Fall war das schon so. Da mussten wir uns, was nicht ganz leicht war, durchsetzen in einer Auseinandersetzung um 2 Plätze mit der Türkei, die mit uns gewählt wurde, und gegen Island, dass wir dann in dieser Wahl, obwohl es der gemeinsame Kandidat war, der skandinavischen Staaten besiegt haben. Und in dieser Phase unseres Wahlkampfs, das kann man so nennen, habe ich die damalige österreichische Außenministerin Plasnik begleitet nach Moskau, und der Außenminister Lavrov, der seit Ewigkeiten und immer noch im Amt ist, hat damals gesagt, weil die Außenministerin Plasnik sich Sorgen gemacht hat, wie das alles sein wird mit dieser Wahl: das wichtigste Kriterium außer der regionalen Steuerung ist der Beitrag, den das betreffende Land zur Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit leisten kann. Und er wollte damit offenbar andeuten, dass er das Österreich zutraut. Das war eine Phase, wo unsere Beziehungen vergleichsweise gut waren. Wie das heute wäre, kann ich nicht sagen. Es ist natürlich schon interessant, dass der russische Außenminister sagt, die wichtigste Qualifikation, die ein Mitglied des Sicherheitsrates haben muss, ist der Beitrag zum internationalen Frieden und zur Sicherheit. Was das bedeuten soll in einer Situation, wo ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates einen Aggressionskrieg führt gegen ein anderes Mitglied der Vereinten Nationen und durch sein Vetorecht jede Beschlussfassung des Sicherheitsrates unmöglich macht, muss man sich fragen. Das zweite Erlebnis, das ich hatte, war, ich habe einmal nachgeschaut, Jahre später, was es von mir gibt in WikiLeaks. Sie wissen ja, dass etliche vertrauliche, sehr, sehr viele vertrauliche diplomatische Berichte der Vereinigten Staaten an eine breitere Öffentlichkeit geraten sind. Und da habe ich halt nachgeschaut, das ging eine Weile, was es da über mich gibt. Und da gab es einen Bericht über eine Vorsprache, die ich eben auch in diesem Wahlkampf geführt habe,
in der ständigen Vertretung der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen in New York. Das war wenige Tage vor der Wahl und ich wurde gefragt, wie ich die Wahlaussichten Österreichs beurteile. Und ich habe gesagt, ich glaube, wir werden gewählt werden. Erstens, weil wir keine wirklichen Feinde in den Vereinten Nationen haben und zweitens, weil Österreich von der Staatengemeinschaft insgesamt als eher harmlos angesehen wird. Und das war dann auch die Titelzeile des Berichts des amerikanischen Diplomaten, mit dem ich gesprochen habe. Meyer Hatting sagt, Österreich wird gewählt werden, weil es harmlos ist. Aus der Sicht, sagen wir, der US-Diplomatie ist das vielleicht nicht unbedingt die beste Qualifikation, um in den Sicherheitsrat gewählt zu werden. Aber wir hatten im ersten Wahlgang die 2/3 der Stimmen und die hatten nach einigen Staaten, das ist immer geheim, weiß ich nicht. Aber jedenfalls hatten wir diese Unterstützung. Also auf der einen Seite ein Mitglied des Sicherheitsrates, das heute in eklatanter Weise den internationalen Frieden bricht, das sagt, als Mitglied des Sicherheitsrates muss man die Qualifikation haben, dass man zur Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit beiträgt. Und zweitens ein anderes Mitglied, das mit einem gewissen Recht fragt, ob einer das machen kann, der als seine wichtigste Qualifikation ansieht, dass er harmlos ist. Also so viel zur Ausgangslage. Man kann sich effektiv fragen, was die Vereinten Nationen und was der Sicherheitsrat jetzt im Besonderen bei einer solchen doch kontinentalen Krise, einem solchen kontinentalen Konflikt wie dem Krieg in der Ukraine machen kann, wenn eins der ständigen Mitglieder selber der Friedensbrecher ist. Und tatsächlich ist der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der das einzige Organ der Staatengemeinschaft ist, das verpflichtende Entscheidungen treffen kann, unter anderem zu Zwangsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen Sicherheit im Moment aufgrund dieses Umstandes blockiert. Das, was ich dazu sagen würde, ist, dass das ja keineswegs das erste Mal in der Geschichte des Sicherheitsrates ist und dass der Sicherheitsrat, der ein Produkt ist der unmittelbaren Nachkriegssituation, ab dem Moment, wo sich die Welt im Kalten Krieg wiedergefunden hat, so gut wie fast immer in seinem Aktionsrahmen blockiert war. Also, dass er jetzt blockiert ist, ist nicht unbedingt etwas Neues. Er war praktisch mit dem Ausbruch des Kalten Krieges blockiert bis ins Jahr 1990 mit einer denkwürdigen Unterbrechung, als es ihm gelungen ist, in den 50er Jahren, im Jahr 1950, einen internationalen Militäreinsatz unter Autorisierung, unter Führung der Amerikaner, des General MacArthur, im Koreakrieg zu autorisieren. Und wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, werden Sie wissen, dass der Sicherheitsrat diese Entscheidung nur deshalb getroffen hat, weil damals die Sowjetunion den Sicherheitsrat boykottiert hat und ihren Sitz nicht wahrgenommen hat, weil sie sich darüber alteriert haben, dass das aus ihrer Sicht falsche China, damals war das noch Taiwan, im Sicherheitsrat vertreten war und er der Meinung war, der Sicherheitsrat ist nicht repräsentativ und bei dieser Gelegenheit hat über ein halbes Jahr nicht an Sitzungen des Sicherheitsrats teilgenommen und genau in dieser Zeit wurde dieser UNO-Einsatz in Korea autorisiert. Also das war, sagen wir, aus der Sicht der Sowjetunion ein Missgeschick, das sich nie wieder wiederholt hat, weil sie natürlich nie mehr den Sicherheitsrat verlassen haben. Es ist übrigens der Sicherheitsrat ein Organ, das in Permanenz tagt. Die Grundidee ist, dass er immer bereit ist für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen Sicherheit. Und wenn Sie Mitglied des Sicherheitsrates sind, wann immer er in Tagung ist und der Botschafter verlässt aus welchen Gründen immer den Raum, setzt sich automatisch sein Stellvertreter an den Platz, welches Land das auch immer ist, weil eben dieses Gremium in ständiger Aktivität bleiben soll. Mit Ausnahme also dieses einen Falls Koreakrieg war der Sicherheitsrat dann de facto blockiert bis zum Jahr 1990, wo er in diesem kurzen Fenster, wo man den Eindruck hatte, der Kalte Krieg ist überwunden und es gibt die Chance für eine neue Zusammenarbeit zwischen West und Ost, autorisiert hat, den US-geführten Einsatz zur Befreiung Kuwaits nach der Besetzung Kuwaits durch Irak. Und da hat jeder gedacht, das ist ein neues Fenster und eine neue Chance für die Vereinten Nationen. Die Wahrheit ist, kurz danach
war er wieder blockiert und ist an sehr herausragenden Konfliktsituationen gescheitert. Dramatisch im Jahr 94 im Angesicht des Genozids in Ruanda, wo man heute im Rückblick weiß, dass die Vereinten Nationen sehr wohl wussten, dass sich da etwas abzeichnet und wo selbst Mitglieder des Sicherheitsrates, inklusive Frankreich, die Vereinigten Staaten, sich geweigert haben, Beschlüssen zuzustimmen, die den Vorgang dort sogar als Genozid bezeichnet haben. Dann ist die UNO in eine zweite dramatische Situation, die sie diskreditiert hat, geraten im Jahr 95 in Srebrenica, wo also in Anwesenheit letztlich der UNO-Truppen das Genozid, der Massaker stattgefunden hat an der bosniakischen Bevölkerung, und sie werden sich auch an diese Situation erinnern. Ein weiteres Mal war der Sicherheitsrat in einer anderen Art blockiert, 2003 in den Diskussionen rund um den Irak-Einsatz von George W. Bush, und ich komme darauf noch zu sprechen, und er hat dann nur ein einziges weiteres Mal einen Einsatz autorisiert, der verhindern sollte eine humanitäre Katastrophe in Libyen, den US unterstützten, aber primär vom Vereinigten Königreich und Frankreich geführten Einsatz in Libyen, humanitären Einsatz, wie das genannt hat. Die Überzeugung der Russen und der Chinesen nachher war, dass dieser Einsatz missbraucht worden ist für einen Regimewechsel in Libyen, und da haben sie nie wieder einer solchen Autorisierung die Zustimmung gegeben. Das ist übrigens vielleicht in Erinnerung zu rufen, dass Deutschland, das damals ein nicht ständiges Mitglied des Sicherheitsrates war, die Autorisierung, die letztlich bei der Abstimmung über die Autorisierung dieses Einsatzes der Stimme enthalten hat. Faktum ist also, der Sicherheitsrat ist die meiste Zeit blockiert, und er spiegelt auch nicht die Welt von heute wider, er spiegelt die Welt wider, wie sie im Jahr 1945 sich dargestellt hat, eben das Kräfteverhältnis unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wobei auch da kann man manche Fragen stellen. Die Sonderstellung, die die USA und die Sowjetunion im Jahr 1945 hatten, versteht sich von selber. Im chinesischen Fall war zu dem Zeitpunkt eben noch Taiwan im Sicherheitsrat und nicht die Volksrepublik China, und Großbritannien und Frankreich waren zwar Siegermächte, im französischen Fall vielleicht unter komplexeren Umständen als im britischen, aber doch Führungsmächte in Weltreichen, die damals schon im Abgang, wenn man das so sagen darf, begriffen waren. Aber das ist eben die Zusammensetzung des Sicherheitsrates, die wir seit dem Jahr 1945 geerbt haben. Und jetzt können Sie sich natürlich die Frage stellen, warum kann man das nicht einfach ändern? Und Sie selber wissen ja, dass Deutschland seit vielen Jahren den Anspruch erhebt, selber ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates zu werden, und dass auch manchmal davon die Rede ist, warum eigentlich nicht die Europäische Union als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates. Warum sind wir immer noch konfrontiert mit dieser Architektur und dieser Situation, die wir aus dem Jahr 1945 geerbt haben? Die Antwort auf diese Frage ist formal sehr leicht zu erteilen und wird aber in der Öffentlichkeit aus meiner Sicht viel zu selten diskutiert. Die Regeln, nach denen die Charta der Vereinten Nationen, die ja die Zusammensetzung des Sicherheitsrates bestimmt, geändert werden können, sind festgelegt im Artikel 108 der Charta der Vereinten Nationen, und sie besagen, dass die Generalversammlung eine Änderung der Charta mit qualifizierter Mehrheit beschließen muss und dass diese Änderung dann ratifiziert werden muss von 2/3 aller Mitglieder der Vereinten Nationen unter Einschluss der Parlamente der 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Das heißt, die Zusammensetzung des Sicherheitsrates und überhaupt jede andere Änderung der Charta kann nur erfolgen, wenn dem zustimmen der US-Senat, die russische Duma, die chinesische Volksversammlung, die französische Nationalversammlung und das House of Commons.
Also konkret eine Änderung, die die Stellung zum Beispiel Frankreichs oder Großbritanniens herbeiführen würde, eine Änderung herbeiführen würde, könnte nur beschlossen werden mit Zustimmung Großbritanniens und Frankreichs. Das ist also etwas, was man im Prinzip nennt im römischen Recht, weil ich habe das effektiv eine Weile studiert, wie ich Rechtswissenschaften studiert habe, der Beatus Possidens, also der der Inhaber eines Rechts ist, der glückliche Inhaber eines Rechts, müsste dieses Recht aufgeben, damit das System geändert werden kann. Und Fußnote, unter diesen Umständen halte ich auf absehbare Zukunft und erst jetzt, nach dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine, jede Änderung der Satzung der Vereinten Nationen für utopisch und insbesondere auch jede Änderung der Zusammensetzung des Sicherheitsrates. Das Grundproblem war übrigens schon vorher, dass immer einige ständige Sicherheitsratsmitglieder einzelne der Bewerber unterstützt haben, aber andere eben nicht. Also um beim Rat Deutschlands zu bleiben, gab es in besseren Zeiten Signale aus Moskau, dass man dieser Idee durchaus offen gegenübersteht. Die Franzosen und die Briten haben zumindest nach außen hin auch so getan, als würden sie das unterstützen. Aber es gab nie eine Unterstützung der Chinesen, die sowieso schon der Meinung waren, dass Europa überrepräsentiert ist im Sicherheitsrat, und auch nicht der Amerikaner. Also es ist mir kein einziger Fall. Die Amerikaner haben wiederum nur unterstützt das Bestreben, Japan ständiges Mitglied des Sicherheitsrates zu werden, aber gegen diese Idee hat sich insbesondere China gestemmt. Also ich glaube, jeder war da in irgendeinem Netzwerk gefangen, wo das nicht funktioniert hätte. Und übrigens eine ergänzende Anmerkung, warum nicht die Europäische Union, also die Europäische Union, sagen manche, die sollte doch im Sicherheitsrat ersetzen, Frankreich zum Beispiel, also den ersten Teil habe ich ja schon erklärt, dieser Lösung müsste Frankreich zustimmen, was also nicht wirklich wahrscheinlich ist. Aber selbst die Variante, dass die Europäische Union als zusätzliches Mitglied in den Sicherheitsrat kommt, das geht schon deshalb nicht, weil die Vereinten Nationen eine Organisation sind, deren Mitgliedschaft sich aus Staaten zusammensetzt. Und die Europäische Union, ich werde noch darauf zu sprechen kommen, ist aus diesem Grund schon überhaupt einmal kein Mitglied der Vereinten Nationen. Und damit sie in den Sicherheitsrat gewählt werden, müssten sie zuerst einmal ein Mitglied der Vereinten Nationen sein. Das heißt im konkreten Fall Europäische Union, Mitglied des Sicherheitsrates, müssten sie sogar zwei Schwellen überschreiten. Zuerst einmal müsste die Staatengemeinschaft akzeptieren, dass die Europäische Union Mitglied der UNO werden kann. Und dann müsste die Staatengemeinschaft, die schon in ihrer Mehrheit glaubt, dass Europa überrepräsentiert ist, akzeptieren, dass diese Europäische Union dann auch noch ein Mitglied des Sicherheitsrates wird. Ich glaube also ehrlich gesagt, all das ist weitgehend illusorisch. Eine Sache möchte ich schon noch sagen, weil die Position Frankreichs und Großbritanniens aufgrund der, sagen wir, 45er-Situation und der Veränderungen in der Welt seit 1945, ja, die vielleicht am schwierigsten zu rechtfertigende ist. Ich meine, also, dass die Vereinigten Staaten ein ständiges Mitglied sind, versteht sich irgendwie von selber aufgrund der Weltsituation, die Chinesen zunehmend, und die Russen haben zwar jetzt, sagen wir, sich vollkommen disqualifiziert in der Eigenschaft als Wahrer des internationalen Friedens und der Sicherheit, bleiben aber immerhin eine Nuklearmacht, die man gegen deren Willen wohl auch nicht aus dem Sicherheitsrat realistisch entfernen kann. Aber warum Frankreich, warum Großbritannien, das ist sicherlich eine komplexere Frage, und das Interessante ist, dass diese beiden Länder auch bewusst einen besonderen Rechtfertigungsdrang empfinden als Mitglied der Vereinten Nationen. Und für mich war das Interessante in den zwei Jahren, wo ich Mitglied des Sicherheitsrats war, dass die am allerhärtesten im Sicherheitsrat an der Arbeit des Sicherheitsrats arbeiten. Also die sind wahrscheinlich die zwei aktivsten Mitglieder des Sicherheitsrats überhaupt, weil sie eben diesen Rechtfertigungsdruck haben. Und das erkennt man insbesondere an einem Faktor. Sie werden ja wissen, wenn man internationale Texte verhandelt oder wenn man überhaupt irgendetwas auf der Welt verhandelt, ist das Entscheidende, dass man sich mit dem zusammentut, der den ersten Wurf dieses Textes erzeugt. Denn wenn Sie, das werden Sie aus Ihrem eigenen Berufsleben wissen, wenn Sie in einem Verhandlungsprozess sind
und einsteigen in einem Stadium, wo der erste Entwurf eines Textes bereits steht, ist sehr schwer, etwas daran zu ändern. Und das gilt im Besonderen auch für Texte und Resolutionen des Sicherheitsrates. Und da gibt es in den Vereinten Nationen das Konzept des Penholders, also desjenigen, der die Feder führt bei Texten der Vereinten Nationen. Und dieser Penholder, da könnte man sich fragen, wer macht eigentlich diese Entwürfe von Texten des Sicherheitsrates? Und mir ist so aufgefallen, wie wir Mitglied des Sicherheitsrates geworden sind, dass es da irgendein System gibt, das ich nicht klar verstanden habe, und habe ich mich gewandt an das UNO-Sekretariat und habe gesagt, können Sie mir erklären, gibt es da eine Liste, wer was entwirft, und könnte ich diese Liste haben? Und die Mitarbeiter des Sekretariats der Vereinten Nationen haben mir gesagt, so eine Liste gibt es nicht. Und wie ich der Sache weiter nachgegangen bin, habe ich entdeckt, im Wesentlichen sind drei Staaten damit beschäftigt, Resolutionen des Sicherheitsrats vorzuentwerfen. Und diese drei Staaten sind die drei westlichen ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien. Und praktisch jedes einzelne dieser Länder produziert etwa fast ein Drittel aller Sicherheitsratstexte. Frankreich mit großem Schwerpunkt auf Krisen in ehemaligen französischen Kolonien, Großbritannien mit deutlichem Schwerpunkt auf Krisen in ehemaligen britischen Kolonien, gewisse Themen, und die Amerikaner, die Themen, die ihnen wirklich wichtig sind, Kampf gegen den Terrorismus, Afghanistan, einiges andere mehr. Und wie Deutschland vor kurzer Zeit im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen war, hat Deutschland sehr darum gekämpft, auch zum Penholder zu werden, und das war ein, muss man sagen, schwieriger Kampf, und in dem Deutschland ehrlich gesagt nur teilweise erfolgreich war. Ein anderer Moment, und vielleicht der Moment, und das kann man durchaus als eine große Stunde Frankreichs im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bezeichnen, ist der berühmte Moment im Jahr 2003, wo Frankreich eben sich widersetzt hat einer Entscheidung des Sicherheitsrates, so wie sie die Bush-Administration betrieben hat, für einen militärischen Einsatz sozusagen zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen im Irak, von denen man heute weiß, dass sie in dieser Form nie existiert haben. Und Sie werden sich, manche von Ihnen, erinnern an diese berühmte Rede, die der damalige französische Außenminister Dominique de Villepin gehalten hat, wo er im Sicherheitsrat gesagt hat, das ist ein altes Land, das jetzt spricht, ein altes Land, Frankreich, Teil eines alten Kontinents, meines Kontinents, Europa. Und dann hat er eben erklärt, warum Frankreich diese Linie nicht akzeptieren kann. Und wenn Sie sich erinnern, das war genau die Zeit, wo der damalige amerikanische Verteidigungsminister versucht hat, Europa zu unterscheiden in das alte Europa und das neue Europa, das alte Europa, das eben nicht konsensfähig war, und das neue, das auf der amerikanischen Seite war. Und diese große Rede des Dominique de Villepin war sicher ein bedeutender Moment Frankreichs im Sicherheitsrat. Und übrigens, das ist so ein Gremium, da gibt es praktisch nie Reaktionen. Das ist einer der wenigen Momente in der Geschichte des Sicherheitsrats, wo es Applaus gegeben hat. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Sie alle kennen aus den Berichten und aus Fernsehberichten diesen berühmten Saal mit dem hufeisernen Tisch, wo der Sicherheitsrat eben berät und wo halt die großen Reden gehalten werden, wie zum Beispiel diese Dominique de Villepin-Rede. Und da ist ehrlich gesagt, auch das ist etwas, was in der Öffentlichkeit nicht so oft und nicht so leicht verstanden wird, je öffentlicher und je kontroversieller diese Reden sind, die im Sicherheitsrat gehalten werden, umso weniger effektiv ist er. Die Phasen, in denen der Sicherheitsrat, die seltenen Phasen, in denen der Sicherheitsrat entscheidende, wesentliche Entscheidungen trifft, Mandate, übrigens zum Beispiel für friedenserhaltende Einsätze in der ganzen Welt und so weiter, das sind die Verhandlungen, die stattfinden hinter verschlossenen Türen. Und dann ist die Abstimmung, wo dann die Sicherheitsratsmitglieder aufzeigen, öffentlich, aber nur die Abstimmung. Und das Entscheidende ist, das Allerwesentlichste geschieht im kleinen Kreis. Und wenn Sie sozusagen das große Drama erleben im Sicherheitsrat, dann wissen Sie schon, irgendwas funktioniert nicht.
in internationalen Beziehungen. Und wir haben eine große dramatische Sitzung nach der anderen erlebt, zu Syrien, zur Ukraine und zu anderen Themen. Und das illustriert eigentlich, dass er im Moment blockiert ist. Sicherlich ist das eine Plattform, wo sich das Weltgewissen dann in einer gewissen Hinsicht Ausdruck verschafft, aber eben ohne konkretes Resultat. Und das bringt mich jetzt zum zweiten Teil dessen, was ich erzählen wollte. Ich wollte ganz kurz ein wenig erzählen, wie das so ist, wenn man Mitglied des Sicherheitsrats ist, also gewähltes Mitglied, wie das eben im Fall Österreichs 2009 und 2010 das letzte Mal der Fall war. Also der Mitglied des Sicherheitsrates, das läuft ja in einem gewissen Rotationssystem. Die österreichische Erfahrung ist, dass wir das bisher einmal alle 18 Jahre gemacht haben. Das erste Mal 1973, 1974, das zweite Mal 2001 und 2002 und das dritte Mal eben 1991 und 92 und das dritte Mal 2009 und 2010. Also es ist wirklich eine Momentaufnahme in den internationalen Beziehungen und das muss ich schon sagen, es ist für einen Diplomaten eines Landes wie Österreich natürlich schon eine spezifische Erfahrung, das einmal gemacht zu haben. Und es gibt außer mir, weil wir es halt bisher nur dreimal gemacht haben, in der Geschichte der österreichischen UNO-Mitgliedschaft nur zwei andere Diplomaten, von denen einer schon verstorben ist, die als Botschafter im Sicherheitsrat tätig waren. Man soll sich da nicht unbedingt vorstellen, dass man die Welt verändern kann. Ich hatte einen Chef im Bereich der Europäischen Union, der, glaube ich, einmal auch hier schon gesprochen hat, und dessen Grundthese war, Sie kennen ja vielleicht, in Österreich sind die Wintersportarten manchmal beliebter als bei Ihnen, aber Sie kennen ja vom Eiskunstlaufen das Prinzip der Pflicht und der Kühe. Und sein Grundprinzip war, wenn Sie als Mitglied der Vereinten Nationen tätig werden, dann machen Sie 80%, 90% Pflicht und das bisschen, was überbleibt, ist dann Kühe. Und das Wesentliche ist halt, dass sie sich auseinandersetzen mit dem, was in den Vereinten Nationen wirklich auf der Tagesordnung steht, und dann können sie noch einige zusätzliche Akzente setzen. Der Sicherheitsrat, und das sollte man jetzt sagen, nach allem Kritischen, was ich gesagt habe, über seine mangelnde Handlungsfähigkeit im Ukraine-Konflikt, einer seiner ganz großen Schwerpunkte sind Krisen in Afrika. Und die kümmert sich außer den Vereinten Nationen absolut niemand. Und es ist der Sicherheitsrat, der die Präsenz von ungefähr 90.000 Soldaten in friedenserhaltenden Einsätzen mit Schwerpunkt vor allem Afrika südlich der Sahara autorisiert. Und unter großen Schwierigkeiten haben diese Einsätze über die Jahre hinweg dort doch zu einer gewissen Stabilität beigetragen, unter Umständen, wo sonst niemand etwas macht. Es stimmt, dass die Vereinigten Staaten haben eine etwa 15-fach größere Präsenz als die Vereinten Nationen international, über 1 Million Soldaten weltweit. Die Vereinten Nationen haben eben, wie gesagt, nur 90.000. Aber der Haushalt, den die Vereinigten Staaten für Militär einsetzen, ist etwa 100-mal so hoch wie der der Vereinten Nationen. Also mit den 9 Milliarden, die die Vereinten Nationen einsetzen an Dollar für friedenserhaltende Einsätze in Afrika, geschieht relativ viel. Und wenn Sie eben ein gewähltes Mitglied sind, dann müssen Sie sich mit all diesen Themen auseinandersetzen und dann müssen Sie auch, ein Land wie Österreich, das nicht besonders viel versteht von Afrika, um ganz ehrlich zu sein, muss sich halt auch mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben das eine oder andere auch an Sonderthemen damals betreiben können, unter anderem Schutz von Zivilisten in Konfliktsituationen, Menschenrechtsfragen, einiges andere mehr, aber im Wesentlichen war die Arbeit im Sicherheitsrat die Routinearbeit an dem, was dort geschieht. Vielleicht jetzt noch ein Wort, und das ist der dritte Teil meiner Präsentation über die Rolle der Europäischen Union in diesem ganzen Zusammenhang. Die Europäische Union, ich habe es Ihnen schon gesagt, ist nicht Mitglied
der Vereinten Nationen und sie hat auch deshalb nur Beobachterstatus in den Vereinten Nationen und nimmt diese Rolle eben eines Beobachters, die sie in ihrer ursprünglichen Form als die Europäische Kommission ab 1974 gehabt hat, seit vielen Jahren war. Der Unterschied ist nur der, dass seit 2009 der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten ist, der vorsieht, dass die Europäische Union die Gemeinschaft der 27 Staaten vertritt und auch die Koordination ihrer Positionen macht in internationalen Organisationen und in Drittstaaten. Bis 2009 war es so, dass wenn internationale Thema entstanden ist, in einem Drittstaat, in einem anderen Land außerhalb der Europäischen Union oder bei den Vereinten Nationen, war der das koordiniert hat und der für die Europäische Union gesprochen hat, der Staat, der jeweils den Vorsitz für 6 Monate führt im Rat der Europäischen Union. Das ist allerdings nicht mehr so für den Bereich der Außenpolitik seit 2009 und 2010. Seit damals führt den Vorsitz im Außenministerrat der Europäischen Union der Hohe Vertreter oder die Hohe Vertreterin und in Drittstaaten ist es die Botschaft, die Delegation der Europäischen Union, die die Position der Mitgliedsländer der Europäischen Union koordinieren und nach außen vertreten soll. Ab 2010 war daher die Idee, dass nicht mehr der Botschafter des vorsitzführenden Landes spricht für die Europäische Union in New York, sondern die Delegation der Europäischen Union. Aber ich habe Ihnen gerade gesagt, die Delegation der Europäischen Union hat Beobachterstatus. Und wie soll das funktionieren, dass ein Beobachter spricht in einer internationalen Organisation für 27 oder damals sogar noch 28 Mitglieder? Die Tätigkeit besteht, und ich habe das dann sozusagen umsetzen müssen als Erster, weil ich eben der EU-Botschafter war in den Vereinten Nationen. Und die Idee ist, dass ich eben zumindest in der Generalversammlung der Vereinten Nationen in der Lage sein sollte, zu sprechen für alle 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Erst einmal, um gemeinsam mit einer Stimme sprechen zu können, müssen Sie die Position dieser 27, 28 Mitgliedstaaten zuerst mal überhaupt koordinieren. Das ist, sagen wir, einfacher zu bewerkstelligen, weil die EU natürlich für sich selber entscheiden kann, wie sie ihre interne Koordination organisiert. Und wenn bis zum Tag X der Vorsitzende in diesen Sitzungen, wo die Position koordiniert wird, der Botschafter des vorsitzführenden Landes ist in der Europäischen Union und man sagt, ab dem nächsten Tag ist das der EU-Delegationsleiter, ist das eine Sache, die die EU intern entscheiden kann. Also diese Rolle habe mal auf alle Fälle ich ab einem gewissen Zeitpunkt übernommen und das ist eine durchaus massive Herausforderung. Sie werden sich wundern, die Europäische Union hat in New York, wo ich tätig war, in einem dieser Hochhäuser in der Nähe der Vereinten Nationen, in einem der oberen Stockwerke, ein Büro, genau genommen auf 2,5 Stockwerken, aber eins dieser 2,5 Stockwerke dient ausschließlich der Organisation von Koordinationssitzungen. Und da sind 7 große Räume, die genauso konfiguriert sind wie in Brüssel, mit Sitzplätzen für 28 Mitgliedstaaten. Und in der Zeit, in der ich tätig war, war es so, dass pro Jahr ungefähr 1200 Koordinationssitzungen stattgefunden haben in New York, um die gemeinsame Position der Europäischen Union abzustimmen. Das ist eine massive Herausforderung, aber die Europäische Union ist halt nun einmal ein sehr großer Tanker und damit sie sozusagen auf Kurs kommt, bedarf es einer beträchtlichen Vorarbeit. Sie können sich natürlich fragen, warum braucht sie sich überhaupt koordinieren und warum soll sie als Block auftreten und wäre es nicht einfacher, jeder redet für sich selbst. Also erstmal war die Grundidee der Europäischen Union, dass man durch Gemeinsamkeit und durch gemeinsames Auftreten eine stärkere Stimme in der Welt bekommt. In den Vereinten Nationen ist erwähnenswert, dass die Beiträge der Mitgliedstaaten zusammen zum Haushalt der Vereinten Nationen ca. 25% des Gesamthaushalts der Vereinten Nationen betragen und zum Friedenserhalten und zum Budget für friedenserhaltende Maßnahmen ebenfalls.
Gleichzeitig steht die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten steht für etwas mehr als 50% der globalen Weltentwicklungshilfe. Also natürlich ist das ein Faktor, den man zum Tragen bringen kann. Und darüber hinaus sind die Mitglieder der Europäischen Union, also nun einmal 27 Staaten aus 193, und es gibt in dieser Gruppe noch weitere 14, die entweder Beitrittskandidatenländer sind oder mit uns verbunden sind durch ein komplexes Vertragssystem und im Allgemeinen sich unseren Positionen anschließen. Also das ist ein Block von 40 Staaten im optimalen Fall, also von mehr als 20% der Gesamtmitgliedschaft. Also es macht schon Sinn, dass es gelingt, mit einer Stimme zu reden. Gut, ich kann Ihnen sagen, da könnte man lang drüber reden, diese Koordinierungssitzungen brauchen lang, viele Stunden, und im Allgemeinen ist aber der Druck relativ groß, dass man mit einer gemeinsamen Position herauskommt. In jüngeren Jahren hat das insbesondere wegen der sehr starren Haltung Ungarns zu gewissen Fragen nicht so gut geklappt. Sie werden sich erinnern, dass beim globalen Migrationspakt die Bemühungen der Koordination der Europäischen Union vollkommen gescheitert sind. Aber in der Zeit, in der ich dort war, ist es uns in der Masse der Fälle gelungen, zu gemeinsamen Positionen zu kommen. Und zwar im Wesentlichen deshalb, weil sich kein Staat isolieren will. Großes, kompliziertes Thema, um Ihnen ein Beispiel zu nennen, waren gemeinsame Positionen im Nahostkontext, zum Beispiel kritische Stellungnahmen zur Siedlungspolitik Israels in den besetzten Gebieten. Und da habe ich erlebt Situationen, wo zuerst einmal drei Mitgliedstaaten die Entscheidung blockiert hat und dann ging das immer reihum. Da gibt es sozusagen ein System der Tischumfragen, wo man immer fragt, wie die einzelnen Mitgliedstaaten abstimmen werden. Und wenn man das lang genug macht, stellen halt Mitgliedstaaten fest, dass sie isoliert sind. Und am Ende des Prozesses haben wir dann, in einem Fall kann ich mich erinnern, eine Minute bevor die Erklärung abgegeben werden musste, erreicht, dass alle einverstanden waren, dass diese Erklärung auch vorgetragen wird. Weil das ist ein weiteres Problem der Europäischen Union. Sie kann in New York nur sprechen, wenn sich alle 28 oder jetzt 27 einig sind. Eine einzige Gegenstimme reicht und dann kann die Europäische Union aufgrund der Regeln, der Einstimmigkeitsregeln, die wir in diesem Zusammenhang nicht mehr das Wort ergreifen. Aber ich habe jetzt geredet über die Koordination. Die zweite Frage ist natürlich die, wie erreicht man, dass dann der Vertreter der EU-Delegation auch in den Gremien der Vereinten Nationen und vor allem in der Generalversammlung der Vereinten Nationen diesen gemeinsamen Standpunkt vorträgt. Ich habe Ihnen ja gesagt, die EU ist ein Beobachter und nicht ein Mitglied. Und Beobachter nach der allgemeinen Regel, die in den Vereinten Nationen gelten, sprechen erst, nachdem alle Mitglieder gesprochen haben. Und wie wir das System eingeführt haben, konnte es doch wohl nicht die Idee einer sichtbareren Präsenz der Europäischen Union in den Vereinten Nationen sein, dass wir nicht mehr am Anfang reden, so wie das der Fall war, wie halt das Mitgliedsland, das die Europäische Union vertreten hat, als Vorsitzland für die Europäische Union geredet hat, sondern ganz am Ende der Debatte. Also da gab es einen extrem komplexen Prozess, der unseren Status in New York verbessert hat, in Richtung eines sogenannten vertieften Beobachterstatus, und der erlaubt jetzt seit einiger Zeit, dass wir früher in dieser Debatte reden. Und das sind effektiv auch weiterhin Momente, wo es wichtig ist, dass die Europäische Union spricht, denn gerade in einer Situation, in der der Sicherheitsrat blockiert ist, spielt es zum Beispiel eine große Rolle, dass man zu einem Thema wie der Ukraine zumindest in der Generalversammlung Resolutionen durchbekommt, die von einer deutlichen Mehrheit der Mitgliedschaft getragen werden und die den internationalen Standpunkt zu diesem Thema klar zum Ausdruck bringen. Und Sie wissen ja, dass es in der Generalversammlung der Vereinten Nationen in den vergangenen zwei Jahren drei oder viermal Resolutionen gegeben hat, wo dann insgesamt 140 und mehr Staaten die russische Aggression verurteilt haben. Und das war wohl auch das Ergebnis eines EU-Koordinierungsprozesses. Zumindest die Weltmeinung kommt hier klar zum Ausdruck, aber blockiert bleibt die Vereinten Nationen immer noch aufgrund der allgemeinen Situation im Sicherheitsrat, die ich Ihnen beschrieben habe. Das bringt mich eigentlich zum Ende meiner Präsentation. Ich habe Ihnen gezeigt,
dass die Europäische Union in den Vereinten Nationen stärker auftritt mit einer gemeinsamen Stimme. Aber das in der Situation, in der wir uns heute befinden, die Organe der multilateralen Zusammenarbeit, also insbesondere die Vereinten Nationen selbst, aber auch die Europäische Union, vielfach blockiert sind. Heißt das, dass wir aufgeben müssen und zum Schluss kommen müssen, dass die internationale Gemeinschaft in der Situation, in der wir uns befinden, gescheitert ist? Ich glaube erstens, aber das liegt auf einem anderen Blatt und das ist nicht das Thema, das wir hier besprechen, dass es wichtig ist, dass die Europäische Union die Ukraine weiterhin in ihrem Widerstand gegen die Aggression Russlands unterstützt. Und ich glaube auch, dass diese Strukturen, die wir da haben, notwendig sind und in weiterer Folge wieder genützt werden können, hoffentlich, wenn wir uns einer Situation nähern, wo man wieder miteinander reden muss und reden kann. Es gibt halt nur sehr wenige Gremien weltweit, in denen ein solcher Dialog möglich ist. In Europa ist es die OSZE, die Russland einschließt. In den Vereinten Nationen ist es eine Plattform, die die Weltgemeinschaft einschließt, wo wir übrigens weiterhin sehr große Schwierigkeiten haben, Teile der internationalen Öffentlichkeit für unsere Positionen zu unterstützen, zu gewinnen. Vor allem große Staaten wie China, Indien, Pakistan und andere. Aber ich glaube, wir brauchen diese Strukturen und wir werden sie noch brauchen in der Zukunft. Und ich glaube, dass die Europäische Union und auch einzelne Staaten in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen können. Und ich finde es auch wichtig, dass sich Deutschland so klar bekennt zur Zusammenarbeit in diesem multilateralen Kontext. Das ist das, was ich in dieser sehr schwierigen Situation zu den verschiedenen Aspekten UNO, Vertretung einzelner kleinerer Staaten in der UNO und EU in der UNO sagen kann. Ich glaube, dass wir Gelegenheit haben, das hoffe ich zumindest, das zu vertiefen und dass ich auf Ihre konkreten Anliegen und Fragen jetzt in der Diskussion eingehen kann. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Botschafter Meyer-Harting, für Ihre Ausführungen, die aus drei Teilen bestanden. Einmal die Frage, mit der dieser Vortrag heute eingeleitet worden ist, was kann überhaupt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Rahmen einer kontinentalen Krise, wie Sie es genannt haben, im Rahmen eines Regionalkrieges in Europa leisten, wenn ein ständiges Mitglied dieses Sicherheitsrates der Vereinten Nationen selbst Auslöser, Aggressor dieses Krieges ist. Sie haben darauf hingewiesen, dass Blockaden nichts Neues sind in der Geschichte der Vereinten Nationen, dass einmal die Sowjets nicht vertreten waren im Sicherheitsrat, was dann dazu führt, dass im Falle des Koreakonflikts, des Koreakrieges, der 1950 begonnen hat, UNO-Truppen eingesetzt worden sind. Vielleicht könnte man auch noch in der Diskussion ansprechen, die Suez-Krise, wo Blauhelme eingesetzt worden sind, also die Blauhelme, die Blue Helmets, die ja zu den Friedenstruppen gehören, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in permanenter Form tagt, in Permanenz. Sie haben auf das historische Fenster verwiesen, im Grunde im Kontext des ausklingenden Kalten Krieges, wo es einmal im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und den ständigen Mitgliedern eine Übereinstimmung gegeben hat mit Blick auf die Polizeiaktion gegen Saddam Hussein und dessen Intervention in Kuwait. Sie haben auf die vielen anderen gescheiterten Konstellationen verwiesen, Ruanda 1994, Srebrenica 1995, Irak 2003, Libyen und auf das Erbe von 1945, dass die Strukturen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen praktisch, man könnte fast sagen, eine archaische Architektur nach wie vor vorherrschen ist und nicht die Mächtekonstellation dieser Welt, Stichwort Indien, Stichwort Brasilien, Stichwort Japan, das Sie angesprochen haben, wirklich repräsentiert. Sie haben verwiesen auf die Charta, den Artikel 108, der eben vorsieht, eine qualifizierte Mehrheit ausgehend von der Generalversammlung, dann eine Zweidrittelkonstellation der Mitgliedstaaten im Rat und vor allem die Ratifikation in allen Parlamenten der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, um eine Veränderung
herbeizuführen. Sie haben auf das Beatus Possidentes Problem verwiesen, denen es gut geht, die schöne Besitztümer haben, sind wenig bereit, davon Abstand zu nehmen. Sie haben ausdrücklich gesagt, dass eine Änderung der Struktur der Vereinten Nationen Sie, als ich zitiere, Sie für utopisch halten. Und das führt mich zurück zu einem Vortrag, den wir vor einigen Wochen hatten, als Kuno Tafuso hier war, der über den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag referiert hat und fast noch weiter ging als Sie mit diesem Befund, der gesagt hat, das war ein Fenster, das sich zwischen 1998 und 2001 aufgetan hat, ausgehend von einer UNO-Konferenz in Rom, dass es dann zu diesem Statut gekommen ist. Er hat die These vertreten, unter den heutigen Bedingungen würde ein solches Statut überhaupt nicht mehr denkbar sein für einen internationalen Strafgerichtshof. Das bestätigt auch Ihre Einschätzung der Revisionsmöglichkeiten, Novellierungskonstellationen oder Hoffnungen auf Änderungen betreffend die Vereinten Nationen. Spannend fand ich diese Penholder-Hinweise, die Sie gegeben haben, also Federführender, das offensichtlich ausgehend vom Westen, also von den Vereinigten Staaten von Amerika, ausgehend von Frankreich, ausgehend von Großbritannien, die meisten sozusagen Entwürfe, die meisten Drafts kommen, dass also hier offensichtlich die Russische Föderation, Nachfolger der Sowjetunion und die Volksrepublik China offensichtlich nicht diese Aktivitäten, diese Engagements an den Tag legen. Am Beispiel Österreichs haben die gezeigt, welche Rolle da ein Kleinstaat spielen kann, wenn er einmal nicht ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ist. Sie haben verwiesen auf die drei historischen Mitgliedschaften als nichtständiges Mitglied 1973, 74, 1991, 92 und die folgenden, die es gegeben hat. Und zuletzt war das Thema die Rolle der Europäischen Union. Sie ist nur Beobachter. Sie wissen, dass durch den Lissabon-Vertrag, wie auch schon ausgeführt worden ist, es hohe Beauftragte der Außen- und Sicherheitspolitik gegeben hat und gibt. Es war einmal Catherine Ashton, das war Federica Mogherini und es ist zuletzt der Josep Borrell, ein Baske, der Spanien kommt. Und das ist die schwierige Aufgabe war, wie Herr Meyer-Hartling formuliert hat, die Koordination vorzunehmen von seinerzeit 28 nach Brexit Großbritannien, 27 Länder der Europäischen Union mit den Botschaften hier zu einer Position zu gelangen. Das ist unendlich vieler Sitzungen bedarf, um es zu schaffen, mit einer Stimme zu sprechen. Sie haben auch hingewiesen auf das Scheitern des Migrationspakts aus Sicht der Europäischen Union und dass die Beobachter erst am Ende immer reden konnten und dass man dann zu einer Deepened Observer Position vorgedrungen ist, die mehr Einfluss nimmt und dass es die Europäische Union und ihre Vertretungen waren, die dazu beigetragen haben, dass es zu einer UNO-Resolution von 140 Mitgliedstaaten von 193 gegeben hat, um den russischen Angriffskrieg entsprechend zu verurteilen. Stärkeres EU-Engagement ist nachgewiesen, aber das ist der Wermutstropfen mit begrenzter Wirkung. Das ist so schnell zusammengefasst der Vortrag von Botschafter Meyer-Hartling gewesen. Sie haben jetzt alle Chancen, Fragen zu stellen. Wir haben bereits Herrn Kraske als Studiosus hier in diesem Saal teilgenommen. Dann gehen wir mit Mikrofon in den anderen und sammeln mal Fragen, wenn Sie einverstanden sind, sammeln wir. Und da ist ein Stift zum Schreiben und können wir hier notieren. Danke. Herr Kraske. Herr Botschafter, halten Sie das für einen belegbaren Konzeptionsfehler, dass der Sicherheitsrat quasi andauernd blockiert wird? Und wenn ja, welche Mechanismen würden Sie sehen, dass man so eine mögliche Blockade aufhebt? Wollen wir sammeln? Wollen wir sammeln, bitte? Dann, wenn Sie, Herrn, Sie kommen zu, keine Sorge. Herr Botschafter, Sie haben vorhin angesprochen, dass sich der Sicherheitsrat der UN zu bestimmten Zeitpunkten in der Geschichte der Vereinten Nationen quasi selbst diskreditiert hat als Gremium. Finden Sie sich auch in Anbetracht auch gerade aktueller Ereignisse, dass sich die UN als Ganzes auf der internationalen Bühne aktuell selbst diskreditiert? Um ein paar wenige Fälle aus den vergangenen Wochen anzusprechen, Katar, das nachweislich mehrere tausend Arbeiter hat zum Tode schuften lassen, ihnen die Pässe abgenommen hat, damit sie nicht das Land verlassen können, ist jetzt gerade Präsident bei der UN für die internationale Arbeiterkonferenz geworden.
Die Islamische Republik Iran ist jetzt gerade Vorsitz des Sozialforums der Vereinten Nationen geworden, ist auch ins Gremium der Verbrechensprävention, ins Gremium der Abrüstung gekommen, ist gerade eben auch Vizepräsident der Generalversammlung geworden und saß bis vor kurzem im Frauenrechtsrat, obwohl sie aktuell erstens allen letzten Monat über 300 Menschen ermordet haben und Russland im Krieg gegen die Ukraine unterstützen und aktuell aller Wahrscheinlichkeit nach einen Drohnenkrieg in Russland bauen wollen. Finden Sie am Betrag dieser aktuellen Ereignisse nicht auch, dass die UN sich in Bezug auf ihr Ziel, Frieden und Menschenrechte in der Welt zu wahren, ziemlich selbst diskreditiert? Danke für diese zweite Frage, unterlegt mit einer Reihe von Beispielen. Jetzt haben wir noch eine dritte Frage. Geben wir noch drei noch Ideen, ich frage gleich bitte Herr Klein und dann, wir kommen dann zu Ihnen. Noch eine dritte Frage, dann haben wir mal ein Paket. Ja, wie sehen Sie die Zukunft des Europäischen Auswärtigen Dienstes? Es ist ja so, es soll ja eine neue Akademie auch gegründet werden, der das einem einheitlichen Chorgeist dort führt und setzt sich doch jetzt im Moment auch auf sehr vielen Personen der EU-Kommission auch zusammen, die ja eine ganz andere Struktur eigentlich hat. Also das ganze supranationale Element der Kommission, wird das den Europäischen Auswärtigen Dienst auch prägen in Zukunft? Und wo sind da auch Grenzen im Bereich der Sicherheit und Außenpolitik? Jetzt habe ich Sie erkannt, Herr Wendenburg. Herzlichen Dank für Ihre Frage. Besten Dank. Herzlich willkommen hier bei uns im Obergespräch. Bitte schön, Herr Kutscher. Die erste Frage, und ein bisschen drängt sich mir diese Antwort auch auf in Bezug auf die zweite Frage, ist die Art, wie die Vereinten Nationen geschaffen worden sind, insbesondere wie der Sicherheitsrat geschaffen worden ist, ein Konstruktionsfehler. Ich meine, natürlich ist der Sicherheitsrat das Produkt einer sehr spezifischen historischen Entwicklung gewesen im Jahr 1945, in der kurzen Phase, in der die Siegermächte noch an einem Strang gezogen haben. Also die Vereinten Nationen sind ja geschaffen worden in der Phase, wo man geglaubt hat, man kann eine neue Weltordnung schaffen auf der Basis der Zusammenarbeit der Siegermächte, obwohl also insbesondere Winston Churchill wohl schon damals seine Zweifel gehabt hat, wie weit eine Zusammenarbeit insbesondere mit der Sowjetunion möglich ist. Andererseits hat man zum ersten Mal auf diese Weise ein Gremium geschaffen, das Zwangsmaßnahmen ersetzen kann als einziges Organ der internationalen Staatengemeinschaft, Verpflichtungen erstellen kann, die alle anderen Verpflichtungen nach dem internationalen Recht verdrängen. Und ich glaube, es war von Anfang an unrealistisch zu glauben, dass die Siegermächte der Vereinten Nationen ein solches Konstrukt akzeptieren werden, wenn es sich potenziell auch gegen sie richten könnte. Also es hatte sozusagen das System von Anfang an eingebaute Schutzmechanismen und klar ist, ich habe mal, es gab in den 60ern einen österreichischen Kabarettisten, der so schnell Reaktionen von sich produziert hat und der wurde befragt zum Thema UNO und die Frage, die ihm gestellt worden ist, ist UNO und Konflikt und er hat gesagt, wenn ein Konflikt ist zwischen zwei kleinen Staaten und die UNO tritt ein, verschwindet der Konflikt. Wenn ein Konflikt ist zwischen einem großen Staat und einem kleinen Staat und es gibt die UNO, dann verschwindet der kleine Staat. Und wenn ein Konflikt ist zwischen drei großen Staaten und die UNO muss das Problem lösen, verschwindet die UNO. Das war, sagen wir, der Ansatz. Und an dieser Grundanalyse, dass es eben Grenzen gibt, die die UNO nicht überwinden kann, solange die Weltordnung ist, wie sie ist, kann man wahrscheinlich nicht vorbei. Aber die Frage ist immer, was wäre die bessere Alternative? Wie können Sie, sagen wir, in einer globalen Ordnung, die perfekte Struktur der internationalen Beziehungen wäre eine internationale Struktur, die der staatlich nachgebildet ist, mit einer übergeordneten Autorität, darüber hat Kelsen einmal geschrieben, die sozusagen die auch in der Lage ist, Rechtsbrüche in übergeordneter Form zu sanktionieren. Das gibt es halt in den internationalen Beziehungen nicht. Daher müssen wir leben mit dem System, das wir haben. Und reformierbar ist es auch nur begrenzt.
außer man ändert in einem revolutionären Schritt, was wohl nicht denkbar ist, die Charta der Vereinten Nationen. Wie Sie lernen, es gibt sozusagen das Konzept des halbvollen und des halbleeren Glases, und Journalisten haben die starke Tendenz, das Glas immer als halb leer zu sehen, und Diplomaten haben wahrscheinlich berufsbedingt immer die Tendenz, das Glas als halb voll zu sehen. Ich meine, ich sehe effektiv, dass es im Moment schaffen die Mechanismen, die wir haben, in keine Konflikt, keine Lösung. In anderen Bereichen, ich habe geredet von Afrika, ich habe geredet, selbst in der Zeit des Kalten Kriegs habe ich noch nicht geredet, in Bezug auf das Apartheid-Regime in Südafrika, in gewissen Bereichen konnte die UNO das eine oder andere erreichen, und in gewissen Windows of Opportunity-Situationen, Mondfenstern, hat sie auch mehr erreicht als im laufenden Betrieb. Was macht man, wenn der Sicherheitsrat blockiert ist? Es gibt effektiv einen Mechanismus, der auch in den 50er Jahren unter dem Eindruck des Koreakrieges geschaffen worden ist. Das ist die Uniting for Peace Resolution. Auf der Basis kann der Sicherheitsrat die Generalversammlung der Vereinten Nationen ersuchen, Themen aufzugreifen, bei denen der Sicherheitsrat blockiert ist. Und da es sich dann um einen Prozeduralbeschluss handelt, gegen den kein Vetorecht geltend gemacht werden kann, kommt es immer wieder vor, dass die Generalversammlung Themen aufgreift, die der Sicherheitsrat nicht behandeln konnte. Und das, was in den Vereinten Nationen im Moment geschieht, im Ukraine-Bereich, geschieht genau auf der Basis dieser Resolution Uniting for Peace. Der Punkt ist allerdings der, anders als der Sicherheitsrat, kann die Generalversammlung nur Empfehlungen abgeben. Sie kann also Zwangsmaßnahmen empfehlen. Und selbst wenn man sagt, wir übertragen die Rechte, die der Sicherheitsrat hat, in diesem Bereich zumindest in Form von Empfehlungen auf die Generalversammlung, ist es politisch unrealistisch, dass die Generalversammlung Zwangsmaßnahmen empfehlen wird gegen ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates, im Besonderen Russland. Das heißt, man muss sich im Klaren sein, wir sind eingefangen in den Rahmenbedingungen, die wir haben, die man nur begrenzt überwinden kann. Haben sich die Vereinten Nationen damit in manchen Bereichen diskreditiert? Ich würde dem wahrscheinlich zustimmen. Selbstverständlich ist es die falsche Wahl, wenn justament Katar in Fragen des internationalen Arbeitsrechts zu einer Autorität wird. In manchen Fällen gibt es Fälle, wo sich die Generalversammlung aufrafft, das zu korrigieren. Sie werden zum Beispiel wissen, dass die Generalversammlung Russland als Mitglied des Menschenrechtsrates suspendiert hat. Übrigens auch mit einer Mehrheit von 140 Stimmen. Die Grundfrage ist immer nur, was ist sozusagen die Alternative? Wie können wir operieren, wenn der Sicherheitsrat und wenn das System der Vereinten Nationen nicht mehr hergibt? Das, was ich auf alle Fälle sagen würde, und das bringt mich zur dritten Frage, genau weil wir in der Situation sind, in der wir sind, ist es noch wichtiger, dass die Staaten, die gleichgesinnt sind, also vor allem die Europäische Union und ihre engsten Verbündeten und Partner, bei den Vereinten Nationen mit einer Stimme sprechen. Wir haben diese Mehrheiten, die wir im Ukraine-Kontext in der Generalversammlung zusammenbekommen haben, die steigend waren. Im Jahr 2015, da war ich noch selber damit befasst, da war eine Mehrheit von etwa 100 Stimmen, und sehr, sehr viele Länder, insbesondere auch afrikanische Länder, haben sich damals der Stimme enthalten. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben diese Diskussion geführt mit unseren afrikanischen Partnern und haben gesagt, wie könnt ihr einfach ignorieren, eine Aggression gegen einen anderen souveränen Staat, wo etablierte Grenzen in Frage gestellt werden, weil das öffnet doch gerade in Afrika die Büchse der Pandora, weil die afrikanischen Grenzen, die, wie Sie wissen, in der Kolonialzeit mit dem Lineal gezogen worden sind, sind vollkommen künstlich, und wenn man anfängt, Grenzen in Frage zu stellen, kann Afrika explodieren. Und den Russen ist es damals gelungen, den Afrikanern zu sagen, im Wesentlichen, das hat nichts zu tun mit diesen grundsätzlichen Problemen, die euch die Europäer erklären wollen. Das ist in Wahrheit ein Ost-West-Konflikt, und haltet euch da am besten heraus, das geht euch nichts an. Und da glaube ich schon, dass schrittweise ein Prozess erreicht worden ist, wo ein Umdenken ist, aber immer noch nicht bei wichtigen Staaten wie den zwei bevölkerungsreichsten Staaten der Welt,
nämlich insbesondere Indien und Pakistan. Und wenn man der Meinung ist, dass die Europäer mit einer Stimme sprechen sollen, dann ist es natürlich schon wesentlich, dass sie einen funktionierenden diplomatischen Dienst haben. Und in der Hinsicht betrachte ich schon den Europäischen Auswärtigen Dienst als eine wesentliche und positive Neuentwicklung. Es stimmt schon, dass er sich jetzt eben auch mit Themen beschäftigt, wo es keine supranationalen Entscheidungen gibt. Vorher war es einfach. Im Bereich der Handelspolitik, da spricht die Kommission für alle Punkt. Und wie die Briten ausgetreten sind aus der Europäischen Union, haben sie festgestellt, dass sie gar keine Experten mehr haben, die das können, weil Handelspolitik durch viele Jahre eben von der Kommission für sie verhandelt worden ist. Bei den diplomatischen und den internationalen Beziehungen ist es anders. Weder Deutschland noch Frankreich noch andere werden zulassen, dass die Europäische Union zu 100% die Außenvertretung der Interessen dieser Gemeinschaft übernimmt. Und daher ist es für ein Buy-in der nationalen diplomatischen Dienste wichtig, dass auch Vertreter aus nationalen Diplomatien, so wie ich das einer war, dort zusammenarbeiten. Und die Idee, das jetzt also sozusagen zu vertiefen mit einer europäischen diplomatischen Akademie, finde ich gut. Herzlichen Dank. Ich reiche Ihnen jetzt kein halbleeres und kein halbvolles, sondern ein ganz volles Glas. Dann müssen Sie es interpretieren und wir gehen einmal weiter in die Fragerunde hier und sammeln weitere Fragen. Bitte schön. Herr Buschanter, Sie sprachen von den 5 ständigen Mitgliedern. Wie viele nicht ständige Mitglieder gibt es denn im Sicherheitsrat und sind die voll stimmberechtigt? Zweite Frage, ist man sich denn immer einig, wenn es um die Golanhöhen geht, wo ja auch UN-Soldaten sind? Ist denn da immer die Mehrheit, dass die dort weiter stationiert werden können, weil ja dieses Thema ja auch mehr kritisch ist in Syrien, Israel, Libanon und so weiter? Weitere Fragen bitte. Hören Sie sich, jetzt haben Sie die Gelegenheit. Sie haben den Nahostkonflikt angesprochen. Israel, 2-Staaten-Lösung, Fragezeichen. Palästinensische Autonomie behindert. Israel, an UNO-Resolutionen nicht hält, seit Jahrzehnten. Wie ist da aus Ihrer Sicht die Position der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Stichwort Koordinierung von Positionen, können Sie da was aus dem Nähkästchen uns berichten? Ich sage das ja bewusst auch aus der österreichischen Sicht, also mit UNO Kreisgebieten, gab der mit Willy Brandt hinaus Fact-Finding-Missions durchgeführt. Es gab sogar eine Vertretung der palästinensischen Befreiungsorganisation in Wien, müssen Sie sich mal vorstellen. Ein Staat, der nie existiert, hat eine Vertretung gehabt in den 70er Jahren. Wien ist es dann auch zu terroristischen Anschlägen gekommen, dass man das wieder zurückdrehen musste. Das wäre eine zweite Frage. Eigentlich haben Sie schon 2 gestellt, also mit meiner sind es dann schon 3, also können wir eigentlich schon übergehen. Außer es gibt noch jemanden, der hier sich nicht, der sich nicht meldet. Ja, gehen wir über zu den 3. Cool. Also zur Zusammensetzung des Sicherheitsrates. Der Sicherheitsrat besteht aus 15 Mitgliedern, 5 Ständigen und 10, die nach einem regionalen Schlüssel aus den Weltregionen gestellt werden. 3 aus Afrika, 2 aus Asien, 2 aus Westeuropa, nach dem alten historischen Konzept, was also Westeuropa war, noch im Kalten Krieg. 1 aus Osteuropa und 2 aus Lateinamerika und der Karibik. Wobei das System so ist, dass jedes Jahr 5 neu gewählt werden, sodass es eine Art ständige Rotation ist im System. Die größte Stärke, die die ständigen Mitglieder haben, ist nicht einmal so sehr ihr Vetorecht, sondern, ich sage jetzt was ganz Banales, dass sie ständig sind. Wenn Sie in einer Organisation, die zum Teil sehr undurchsichtige Regeln hat, es gibt Prozeduralvorschriften des Sicherheitsrates, das sind die sogenannten provisorischen, die provisorische Geschäftsordnung des Sicherheitsrates, und die provisorische Geschäftsordnung des Sicherheitsrates stammt aus dem Jahr 1945. Das heißt, die ist nie definitiv beschlossen worden. Und die, die sich am besten auskennen, sind logischerweise die ständigen Mitglieder, die machen das ständig. Wenn Sie sagen, wir alle 18 Jahre daherkommen, so wie wir, dann haben Sie einen gewissen Lernprozess. Und ich habe auch einmal ein Buch gelesen, wo stand, dass die ständigen Mitglieder unter sich die nicht ständigen Mitglieder als die Touristen bezeichnen, weil sie halt davon ausgehen, dass sie die ganze Zeit dort sind und die anderen müssen das halt alle erst lernen. Und de facto ist es auch wirklich so, dass sie, vor ein paar Jahren kam es zu einer Wahl, wo sich sozusagen die Niederlande und Italien wechselseitig blockiert haben,
und keine Zweidrittelmehrheit zustande gekommen ist. Und dann haben sie für einen der beiden, und dann haben sie beschlossen, sie splitten die Funktionsperioden. Einer macht das erste Jahr und das andere das zweite Jahr. Meine persönliche Erfahrung ist, dass man mindestens 6-7 Monate braucht, bis man das System verstanden hat. Und wenn sie dann nach einem Jahr wieder ausscheiden, ist es natürlich eine Schwächung der Institution oder ihrer Rolle. Um einen Beschluss des Sicherheitsrates zu fassen, bedarf es einer Mehrheit von 9 Stimmen und gleichzeitig darf in diesem Fall keine Gegenstimme eines ständigen Mitglieds vorliegen. Das heißt, die ständigen Mitglieder können für sich allein nichts beschließen, weil sie brauchen zumindest, selbst wenn sie sich einig werden, was im Moment nicht der Fall ist, brauchen sie 4 weitere Mitglieder für eine Mehrheit. Umgekehrt, wenn ein ständiges Mitglied etwas durchdrücken will und nicht die Schwelle übersteigt von den 9 Mitgliedern, dann ist der Beschluss nicht zustande gekommen. Und oft geht es im Sicherheitsrat auch darum, dass man einfach verhindert, versucht zu verhindern einen Beschluss, und dann muss sozusagen das Vetorecht auch gar nicht ausgeübt werden, denn wenn es keine qualifizierte Mehrheit von 9 Stimmen gibt, gibt es in dem Sinne auch kein Vetorecht. Weil das Vetorecht wird erst aktiv, wenn eine Mehrheit von 9 Stimmen zusammengebracht worden ist. Daher vielleicht noch im Nachgang zu dem, was ich in meiner Einführung gesagt habe, es wird sehr viel hinter verschlossenen Türen diskutiert, und es ist ganz entscheidend, dass Sie wissen, was läuft. Es gibt in den Vereinten Nationen 15 Mitglieder des Sicherheitsrates, insgesamt 193 Mitglieder. Die 15 sind besser informiert als die 178, die nicht im Sicherheitsrat sind. Aber auch in den 15 gibt es Qualitätsunterschiede. Und wenn Sie nicht wissen, was der Penholder macht und was die einzelnen ständigen Mitglieder untereinander ausmachen, können Sie den Prozess auch nur ungenügend beeinflussen. Ein Wort noch zum Nahostkonflikt und zur Rolle der Europäischen Union. Sie wissen ja, dass der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ist seit den 70er Jahren vorangegangen, die europäische politische Zusammenarbeit. Und der erste Bereich, bei dem sich die europäische Gemeinschaft damals noch zu gemeinsamen Positionen durchgerungen hat, war genau der Nahostkonflikt. Und an sich die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung etc. ist sehr alt und sehr tief verankert in dieser europäischen politischen Zusammenarbeit. Gleichzeitig ist es aber auch ein Thema, in dem es sehr, sehr schwer ist, Konsens zu erzielen. Und ich habe x-mal erlebt, dass Koordinierungsprozesse, für die ich teilweise mitverantwortlich war, nicht perfekt funktioniert haben oder nicht funktioniert haben, weil gerade bei Nahost-Themen sehr deutliche Auffassungsunterschiede sind zwischen Mitgliedstaatengruppen. Es gibt Staaten in der Europäischen Union, die traditionell sehr stark unterstützen die Palästinenser. Dazu gehört also insbesondere Malta und Zypern, die sogar in Gremien sind in den Vereinten Nationen, die, sagen wir, gewidmet sind diesem Palästinenser-Thema ständig. Finnland ist ein traditioneller Unterstützer der Palästinenser, Luxemburg, Irland, Frankreich traditionell mehr, als es über gewisse Zeiträume in Großbritannien war, und etliche andere mehr. Dann gibt es wiederum Staaten, die stark israelische Positionen unterstützen, historisch aus verständlichen Gründen, insbesondere Deutschland, aber auch zunehmend in den vergangenen Jahren Österreich, die eher auch oft Staaten in Mittelosteuropa, die stark geprägt sind, weniger von ihrer Unterstützung für Israel als von Positionen, die von der US-Administration vorgegeben wurden. Und es gab zum Beispiel, vor ein paar Jahren, im Jahr 19, wenn ich mich richtig erinnere, oder 21 war das, gab es eine Abstimmung in der Generalversammlung, in der kritisiert wurde, indirekt, aber doch deutlich, die Entscheidung der USA, ihre Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Weil Sie wissen ja, dass eins der Grundprinzipien der internationalen Haltung zum Nahostkonflikt und zu Israel ist, dass Israel anerkannt wird in den Grenzen vor dem Sechstagekrieg im Jahr 1967 und dass alles andere, insbesondere der Status von Jerusalem, überlassen wird einer endgültigen Lösung. Und daher sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, haben ihre Botschaften auch in Tel Aviv und nicht in Jerusalem. Und die Amerikaner haben das dorthin verlegt, und da gab es eben dann eine Resolution, die das kritisiert hat.
Und da gab es kein einheitliches Stimmverhalten der Europäischen Union, weil insbesondere eine Reihe von EU-Staaten, vor allem, also wenn ich mich richtig erinnere, Polen, Ungarn, Kroatien, einige baltische Staaten klar unterstützen wollten die amerikanische Position oder zumindest ein wenig unterstützen und sich daher in dieser Frage der Stimme enthalten. Vielen Dank für die klaren und präzisen Antworten auf Fragen. Ich schaue ins Publikum. Und jetzt sehe ich nochmal den Herrn Wendenburg und den Herrn Kraske, bleiben wir zunächst hier. Robin Kraske, dann den Herrn Wendenburg. Und dann schauen wir, dass wir noch von Polen vielleicht eine loswerden. Bitte, Herr Kraske. Herr Botschafter, wie würden Sie die zum Teil mangelhafte Robustheit der Mandatierung der UN-Blauhelm-Truppen, vor allem in Afrika, einschätzen? Insbesondere wenn wir in die DR Kongo blicken, stand dieses Wochenende, gab es erst im Nordosten des Landes wieder 40 Tote in einem Camp. Obwohl eine bestehende über eine blaue Mission im Land ist. Vielen Dank. Dankeschön. Dann haben wir also mal diese Blauhelm-Thematik. Und dann gehen wir in die andere Hälfte des Saals und zu Herrn Wendenburg. Bitte schön. Ja, Professor Wähler, Sie hatten ja am Anfang diese Farce um Bundeskanzler Schüssel und diese diplomatische Ächtung damals angesprochen. Ja. Und dann haben Sie jetzt in Ihrem Vortrag gerade auf die Frage, es werden ja auch gesagt, es gibt auch Situationen, wo sich die Vereinten Nationen diskreditieren und haben gelobt, dass eben Russland aus dem Menschenrechtsrat da ausgeschieden ist und technisch gesprochen. Wenn man jetzt diese Skala der Verhaltensmöglichkeiten sieht, wo würden Sie jetzt diese Thematik der Europäischen Union mit dem Ratsvorsitz von Ungarn in der zweiten Jahreshälfte nächstes Jahr verorten? Beschädigt das die EU? Hier rotierend den Mitgliedstaaten immer mal rankommen lassen muss? Oder ist das hinzunehmen und auch gar nicht so schlimm und erinnern, oder passiert eigentlich nichts? Stichwort Sanktionen, Quarantäne und so weiter. Wenn ich keine Frage mehr aus dem Publikum sehe, habe ich eine. Am 24. Februar 2022. Frage an Botschafter Meyer-Harting: Wie haben Sie diesen Tag erlebt? Beziehungsweise haben Sie damit gerechnet, dass Putin wirklich diesen Krieg nun ausweitet und einmarschiert in der Ukraine? Und Zusatzfrage, was kann effektiv die UNO, was können die Vereinten Nationen jenseits nicht vorhandener Einschränkungen im Sicherheitsrat für Ukraine tun? Ich erinnere an den Besuch von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, als er Kiew besucht hat und ausgerechnet dem Moment auch hier viele angegriffen worden ist und es Raketeneinschüsse gegeben hat, offensichtlich eine klare Machtdemonstration der russischen Ukraine-Kriegführung, aber das würde mich als dritter Aspekt dieser Fragerunde interessieren. Bitte schön. Also die dritte Frage, mit der ich anfange, da kann ich relativ leicht beantworten, ob ich damit gerechnet habe oder nicht. Wie ich es erlebt habe. Genau. Ich bin in meiner Eigenschaft als Sonderbeauftragter für den Transnistrien-Konflikt, wo ein Teil des Formats auch die Ukraine ist, als Mediator zu Konsultationen nach Kiew gefahren am 23. Februar 2022 und wurde in der Nacht überrascht von den Alarmsirenen, weil also die Kämpfe, oder zumindest also der Krieg begonnen hat. Also Sie können dem entnehmen, dass ich nicht damit gerechnet habe. Zumindest war meine Reiseplanung nicht besonders intelligent. Ich war dann sozusagen, ich wurde dann von der österreichischen Botschaft, so wie andere Österreicher auch, evakuiert und habe die Ukraine verlassen über Uschgorod, also über die Grenze zu Ungarn in weiter Folge. Ich habe, so wie andere auch, damit gerechnet, dass es Umständen wieder zu militärischen Auseinandersetzungen kommen könnte im Osten des Landes. Ich habe für möglich gehalten, dass der Präsident Putin seine Drohung wahrmacht, im Umweg über die Anerkennung, wie er das hier gemacht hat, der östlichen Oblast, dort neuerliche Kriegsaktionen zu setzen, aber dass er die Idee hat,
die, was de facto ja wohl das Ziel der militärischen Operation war, die ukrainische Regierung zu stützen und nach Kiew vorzubringen und nach allem, was man weiß, Soldaten loszuschicken, die in ihrem Gepäck schon die Paradeuniform hatten für die Siegesparade. Also mit dieser Art von militärischer und politischer Planung habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das war wohl auch mein Fehler, aber der Fehler vieler anderer auch, weil also andere, weil die Zahl derer, die vorhergesehen haben, dass es in diese Richtung geht, auch innerhalb der Europäischen Union ehrlich gesagt die Minderheit war. Aber das ist eine Lehre, die man ziehen kann, und daher glaube ich auch, dass wir nicht so ohne weiteres in die Situation selbst pre 24. Februar 2022 zurückkommen werden. Wir befinden uns in einer neuen Welt, die durch diesen Aggressionsakt fundamental verändert worden ist gegenüber dem, was wir vorher gekannt haben. Und ich glaube, wir jetzt sehr lange leben müssen mit einem Russland, das letztlich als antagonistische Macht und Bedrohung in Europa angesehen wird. Das ist bedauerlich, aber wir alle haben dazu gelernt, und die Österreicher und die Deutschen haben ja in ihrer sicherheitspolitischen Einschätzung manche Ähnlichkeiten. Es ist bei Österreich weniger relevant, weil wir halt nicht die besondere die Bedeutung haben, die Deutschland in Europa hat. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sowohl Wien als auch Berlin hoffentlich dazugelernt hat durch die Erfahrungen des 24. Februar und danach. Zum Thema Blauhelm-Einsätze. Die klassischen friedenserhaltenden Einsätze werden ja bezeichnet als Einsätze, wie man sagt, des Kapitels 6,5 der Charta der Vereinten Nationen. Es gibt Einsätze, wie Sie wissen, die nach Kapitel 7, die Möglichkeit beinhalten, dass die UNO-Mission, die losgeschickt wird, alle Maßnahmen trifft, die notwendig sind zur Gewährleistung des Friedens und der internationalen Sicherheit. Das ist am eindeutigsten erreicht worden bei den Autorisierungen, die letztlich geendet sind in Kampfeinsätzen. Bei friedenserhaltenden Missionen ist die Ausgangssituation eine etwas andere. Das Grundproblem der Vereinten Nationen im Bereich des Peacekeeping ist, dass die Situation dreigeteilt ist, dass es eine Gruppe von Staaten gibt, die über diese Einsätze beschließt. Das ist der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dass es eine Gruppe von Staaten gibt, die für diese Einsätze primär zahlt. Das sind die Industriestaaten mit einem sehr starken Anteil am Budget, wie ich schon gesagt habe, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Japan, die Vereinigten Staaten, Großbritannien und andere. Und es gibt die Staaten, die zur Durchführung solcher Einsätze zur Verfügung stehen. Und das sind im Allgemeinen Länder Indien, Pakistan, Bangladesch, afrikanische Staaten, Nepal, die traditionell als Truppensteller zur Verfügung stehen und darüber und auf diesem Weg übrigens auch zum Teil ihre Streitkräfte finanzieren, insbesondere die kleineren afrikanischen Staaten, weil sie gewisse Entschädigungen bekommen für diesen Einsatz. Und dieser Umstand, dass einer es macht, einer es zahlt und einer es beschließt, ist ein grundlegendes Problem bei diesen Einsätzen, und die sind oft auch nicht dafür eingerichtet, zu Kampfeinsätzen zu imitieren. Österreich selber hat übrigens anders als Deutschland teilgenommen an einem UNO-Einsatz und auch einem EU-Einsatz in Tschad, dessen ausdrückliche Aufgabe es war, Flüchtlinge in Lagern zu schützen. Da haben wir hingeschickt unser Jagdkommando, das ist ziemlich die professionellste Einheit, die man hat, aber wie gesagt, die natürlich arbeiten, kochen die Vereinten Nationen und bei diesen Einsätzen mit Wasser, aber die Wahrheit, wenn die Vereinten Nationen nicht hingehen, würde überhaupt niemand hingehen, weil sichtlich die westliche Gemeinschaft nicht bereit ist, diese Sachen zu machen, und auch die Afrikanische Union, die einiges tun könnte, in Somalien insbesondere auch einiges tut, ihre Grenzen hat in dem, was sie machen kann. Noch eine dritte Frage, die habe ich jetzt. Die dritte Frage war noch. Ungarn und Sanktionen etc. Schauen Sie, das Grundproblem der damaligen, ich meine, man kann vieles sagen über die damaligen Beschlüsse der 14, wie das geheißen hat, gegen Österreich im Jahr 2000. Ich war persönlich betroffen,
weil ich österreichischer Botschafter in Belgien war und eine der Maßnahmen war, dass man keinen Kontakt auf höherer Ebene mehr mit österreichischen Botschaftern in EU-Ländern aufrechterhalten hat. Und ich war dann in Belgien sozusagen in derselben Situation wie der Botschafter von Belarus eine Weile. Und die Belgier haben das ernster genommen als andere. Das Grundproblem war bei dieser Entscheidung, dass sie getroffen wurde aus einer emotionalen Reaktion heraus, in Wahrheit ohne Einhaltung der vorgesehenen Verfahren. Das war letztlich das Resultat, haben sich ein paar Staats- und Regierungschefs, der Bundeskanzler Schröder hat damals eine gewichtige Rolle gespielt, Alain Chirac, zusammen telefoniert, haben beschlossen, man muss irgendetwas machen und das Resultat war dieser Beschluss. Wenn das gelaufen wäre, gemäß den regulären Verfahren, die sehr eingeschränkt waren zu dem Zeitpunkt übrigens, durch die europäischen Institutionen, dann wäre er wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Unter anderem deshalb, weil gewisse nördliche Mitgliedsländer der Europäischen Union parlamentarische Berichtspflichten haben, bevor sie solche Entscheidungen treffen können und eher unwahrscheinlich ist, dass in Schweden, in Dänemark und in Finnland diese Entscheidung vom jeweiligen Parlament überhaupt geheißen worden wäre. Es hat sich dann herausgestellt, das war halt das Ergebnis dieses sogenannten Heisenberichts, dass sie in Wirklichkeit kontraproduktiv waren, weil sie wie oft bei solchen Maßnahmen geführt haben zu einer Solidarisierung der Bevölkerung mit der Regierung, die sagen wir, es relativ leicht hatte zu argumentieren, dass das nicht Maßnahmen waren, die gegen die Regierung gerichtet sind, sondern gegen die Österreicher insgesamt. Auch deshalb, weil es in etlichen Bereichen, also vor allem in Frankreich und in Belgien Reaktionen, emotionale gegeben, die deutlich über diesen Rahmen rausgehen. Es gab zum Beispiel in Brüssel, wie ich dort war, einen Boykott einer Taxifahrergewerkschaft, die keine österreichischen Passagiere mehr transportieren wollte. Man kann so darüber lachen, aber in der überhitzten Situation, die damals geherrscht hat, war das natürlich emotional, ist das in Österreich in einer ganz bestimmten Weise angekommen, zumal man den Eindruck hatte, dass sich die EU zu 14 diesen Schritt erlaubt hat, gegenüber einem kleinen Mitgliedsland, einem vergleichsweise kleinen, aber wie dann nachher der soeben verstorbene Premierminister Berlusconi an die Macht gekommen ist in Italien, mit einer Koalition, die in mancherlei Hinsicht ähnlich problematisch war, hat natürlich niemand gegen Italien vergleichbare Maßnahmen ergriffen. Also ich glaube, das war damals der Hintergrund. Und vor dem Hintergrund, und eins der Resultate dieser Sanktionen war, dass man dann eingeführt hat, das Verfahren nach Artikel 6 und 7 im EU-Vertrag, das es unter gewissen Voraussetzungen ermöglicht, die Rechte von Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu suspendieren. Das Problem ist, dass auch dieses System seine Grenzen hat, weil es voraussetzt, dass sich alle anderen Staaten gegen den einen Staat einigen müssen. Und wenn es aber wie im Moment in der Europäischen Union zwei Staaten gibt, die Problemfälle sind, die sich bei diesen potenziellen Abstimmungen immer wechselseitig die Mauer machen würden, funktioniert das System nicht. Ein anderes Problem ist halt eben, dass man die stärkste Hebelwirkung, das wissen wir jetzt, die Europäische Union hat, in der Frage auf Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte etc., ist in der Phase, wo ein Mitgliedstaat Kandidat ist. Und daher fragt man sich jetzt auch manchmal, vielleicht nicht unbedingt im Fall Ungarns, wird der gerne nicht in den Sinn gekommen, aber in ein, zwei anderen Fällen, ob das Beitrittsverfahren, insbesondere wenn es geht um Themen wie Korruptionsbekämpfung etc., nicht eine Spur schnell abgelaufen ist. Und da ist man auch dann bei weiteren Kandidaten jedenfalls vor den Entwicklungen rund um die Ukraine etwas vorsichtiger gewesen. Das bringt mich aber jetzt zur konkreten Frage, die Lehre, die ich ziehen würde aus den Maßnahmen, die gegenüber Österreich getroffen wurden, ist ehrlich gesagt, dass man sich an die Regeln halten muss, die in den europäischen Verträgen für eine solche Situation vorgesehen sind. Und ob es einem passt oder nicht, es gibt keine Regel in den EU-Verträgen, die vorsieht, dass ein Mitgliedsland der Europäischen Union, weil einem dieses Mitgliedsland nicht gefällt, ausgelassen wird in der Folge der Präsidentschaft. Ich meine, ich verstehe, dass es in Bezug auf die Situation in Ungarn sehr große Vorbehalte gibt, in Bezug auf das, was dort geschieht. Ich verstehe auch die sehr emotionale Reaktion im Europäischen Parlament, einschließlich bei politischen Gruppierungen, die Familien angehören, denen seinerzeit auch die Fidesz-Partei angehört hat. Aber trotzdem glaube ich, dass es problematisch wäre und auch gar nicht
durchführbar ist, einen Schritt zu setzen, für den es keine Rechtsgrundlage gibt. Weil das Entscheidende an der Europäischen Union ist halt doch, dass sie eine Rechtsgemeinschaft ist und da muss man sich halt an die Regeln halten. Ich meine, es gibt wahrscheinlich, auch wenn Ungarn den Vorsitz übernimmt, verschiedene Möglichkeiten zu signalisieren, dass uns das ein oder andere nicht gefällt und wenn gewisse Dinge passieren, auch da in der Gemeinschaft der Mitgliedstaaten zu reagieren, aber einfach Ungarn den Vorsitz zu entziehen, ist keine Grundlage. Ja, wir haben noch eine Frage, sehe ich im Raum. Hier haben wir auch noch eine Frage in diesem Bereich. Dann haben wir noch eine letzte Fragerunde und schließen dann auch die Ladeschleimer hier. Bitte Mikro zum Mund. Welche Möglichkeiten sehen lauter. Welche Möglichkeiten sehen Sie, dass die UN-spezielle Sicherheitsrat verhindern kann, dass Putin zum letzten Mittel Nuklear-Einsatz greift? Er hat das ja schon mehrfach angeboten und realisiert. Ist es jetzt wieder aktuell, dass er mit dem Trainingsgerät das vielleicht als letztes Mittel macht? Gibt es Möglichkeiten, das zu verhindern? Danke. Dann haben wir hier in der ersten Reihe Herr Klein, Herr Nür nochmal und dann gehen wir noch in die andere Reihe. Herr Rutter, ich habe doch zwei Fragen. Indien ist mittlerweile das bevölkerungsreichste Land der Welt. Er hat da keine Diskussion geführt, dass dieses Land normalerweise auch ein ständiges Mitglied sein müsste. Zweite Frage, OSZE, da sind hier nun auf Vertreter zwei Transnistrien, aber OSZE hatte ja auch die Überwachung des Minsker Abkommens. Wie sind da die Erkenntnisse von Ihnen, wie wirksam ist das überhaupt, dass die OSZE dort aktiv ist? Gut, und jetzt haben wir noch eine Frage im anderen Saal. Herr Klein, Stuttgart, Ludwig, hole ich hier rein und dann können wir dann noch vier fahren. Das ist dann die letzte Runde für heute. Bitte schön, danke Herr Klein. Ja, meines Erachtens machen sich die Staaten und alle Personen, die das Urteil fällen, da haben wir einen Fehler gemacht im Konflikt Ukraine, Russland, dass sie das nicht richtig einschätzen konnten. Meines Erachtens erhebt sich ja dann für mich der Schluss, dass alle Geheimdienste mehr oder weniger versagt haben und Trump hat ja gesagt, die sind sowieso überflüssig. Erkennen konnte man das eigentlich, denn die Russen hatten sie ja vor der Olympiade wochenlang über 100.000 Soldaten dort an der Grenze zur Ukraine stationiert. Und als die Olympiade vorbei war, ein paar Tage später hat der Konflikt begonnen. Ja, danke schön. Versuchen wir noch darauf einzugehen. Gut, vielleicht beginnen mit dem letzten. Es waren nicht alle, haben sich nicht alle geirrt. Also ich glaube, dass zumindest die amerikanischen Geheimdienste und die britischen Geheimdienste deutlicher als andere vorhergesagt haben, vor allem auch die britischen, was in diesem Zusammenhang geschehen könnte. Gerade auch aus dem Zusammenhang, dass relativ klar war, dass diese 100.000 Truppen, die sich in einem Art Winterlager befunden haben, über einen gewissen Zeitpunkt raus dort gar nicht bleiben konnten. Also es war relativ klar, entweder die müssen sich in die eine oder in die andere Richtung bewegen. Und man muss schon auch sagen, andere haben sich geirrt. Ich bin auf das Thema bisher nicht eingegangen, aber natürlich, ich glaube, dass mit dem Brexit sich Großbritannien selber schweren Schaden zugefügt hat, insbesondere auch in Bezug auf seine wirtschaftlichen und globalen Interessen, weil die Grundlinie, weil natürlich Großbritannien als Player innerhalb der Europäischen Union viel größere Gestaltungsmöglichkeiten hatte als seither. Aber ich glaube schon auch, dass das, was Sie sagen, zeigt, dass Sie uns fehlen. Weil die haben uns zu den wenigen gehört, die Kapazitäten haben und die jetzt auch, ehrlich gesagt, in dieser Auseinandersetzung bereit sind zu einer Unterstützung der Ukraine, zu der andere nicht ohne weiteres bereit waren. Also ich glaube effektiv, dass im Bereich der Sicherheitspolitik der Abgang Großbritanniens die Europäische Union geschwächt hat. Ich glaube, dass wir viel mehr als vorher noch abhängig sind von der transatlantischen Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und wohl auch in diesem Bereich weiterhin suchen werden müssen, eine enge Zusammenarbeit mit den Briten. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass sehr viele sich in der Einschätzung geirrt haben, nicht eingerechnet.
die aber, wie gesagt, für mich ist es vielleicht da weniger angekommen im Vorfeld als auf andere. Zum Thema, was kann die, ich habe mir noch schuldig geblieben, eine Antwort auf die Frage, was kann denn die UNO überhaupt machen in diesem Ukraine-Konflikt? Ich glaube, im Moment in dem Sinn einen offensichtlichen Mediator gibt es nicht, weil einen Mediationsprozess im Ukraine-Konflikt kann es nur geben, wenn die beiden Seiten überhaupt bereit sind, sich auf etwas Derartiges einzulassen. Die Russen, nach allem, was man sieht, sowieso nicht und die Ukrainer auch nicht, weil sie der Meinung sind, dass sie, wenn überhaupt, Verhandlungen nur führen werden aus einer Position der relativen Stärke heraus. Und das Ziel also ihrer westlichen Unterstützer ist ja, sie in eine solche Position der Stärke zu versetzen. Das heißt, es bleiben für, wenn man so will, Verhandlungen, das Kernthema einer Lösung des Konflikts lässt sich nicht verhandeln. Es bleiben eigentlich nur so Nischenthemen übrig. Und dazu gehört also zum Beispiel die Frage der Getreideexporte. Und da haben die Türken, die zu den wenigen gehören, die mit beiden Seiten unter gewissen Voraussetzungen reden können, eine gewisse Rolle gespielt. Und da haben auch die Vereinten Nationen eine große Rolle gespielt. Ich glaube auch, dass sie bei anderen humanitären Fragen, also bei Fragen wie zum Beispiel eines Gefangenenaustausches, und bei solchen Themen gibt es Nischenmöglichkeiten für die Vereinten Nationen, aber mehr, ehrlich gesagt, im Moment nicht. Die Frage, ob Indien Mitglied des Sicherheitsrats werden könnte, ständiges. Es gibt ja eine Gruppe von Staaten, die würden gern ständiges Mitglied des Sicherheitsrates werden und die haben sich auch zusammengetan. Zu denen gehört die Bundesrepublik Deutschland, zu denen gehört Japan, zu denen gehört Indien, zu denen gehört Brasilien und dann wohl auch Südafrika und ein zweites afrikanisches Land, das noch nicht eindeutig identifiziert ist. Und man kann natürlich sagen, dass wenn der Sicherheitsrat nicht die Welt von 45 repräsentiert, sondern die Welt, wie sie heute ist, sollten diese Staaten vertreten sein. Aber da tritt genau der Punkt ein, den ich Ihnen schon vorher geschildert habe. Erstens einmal hat jeder dieser Staaten Antagonisten unter den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats, die einer Aufnahme nicht zustimmen würden. Und der wichtigste Gegensprecher für Indien ist China, die überhaupt kein Interesse haben, dass Indien Mitglied des Sicherheitsrats wird. Und dann brauchen sie zuerst einmal noch eine Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung. Und eine der interessanten Phänomene ist, dass es in dieser Diskussion eine Gruppe gibt, die heißt Uniting for Consensus. Und die besteht immer aus den zweitgrößten Staaten in jeder Region, die ein Problem haben mit weiteren Fortschritten des größten Staates. Also Sie können sich leicht ausrechnen, dass innerhalb von Asien die wichtigsten Gegner einer Mitgliedschaft Indiens im Sicherheitsrat Pakistan und Bangladesch sind. In Europa sind die lautstärksten Gegensprecher der deutschen ständigen Sicherheitsratsmitgliedschaft Italien und Spanien, die das nicht einsehen, wenn Deutschland, warum nicht andere auch. In Lateinamerika, können Sie ausrechnen, gegen Brasilien treten vor allem Kolumbien und Argentinien aus und so geht halt das Ganze eben weiter. Also ich glaube, es gibt rational, können Sie argumentieren, Indien hätte einen logischen Platz dort, aber es wird nicht passieren aufgrund dieser Gleichgewichte, von denen ich geredet habe. Und da war, glaube ich, auch noch die letzte Frage, die Frage, was kann die OSZE tun und was kann sie nicht tun? Die Minsk-Vereinbarung, oder habe ich noch was vergessen? Die Nuklearwaffen. Noch zu den Nuklearwaffen. Also ehrlich gesagt, die UNO als solche hat keine Zwangsmittel und keine Hebel, eine derartige Eskalation zu verhindern. Man kann sich auch da in der Wertung irren, aber den Einsatz also strategischer Nuklearwaffen halte ich nicht, also wenn das jetzt nicht beruhigen würde, ich sage, ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber das halte ich für extrem unwahrscheinlich, nicht zuletzt auch wegen des Gleichgewichts des Schreckens in der internationalen Gemeinschaft überhaupt. Das wäre eine Eskalation, die, glaube ich, schwer vorstellbar wäre, ohne dass es größte internationale Verwerfungen und weitere Risiken hervorwerfen würde. Und ich glaube nicht,
dass die Russische Föderation diesen, diesen Schritt jetzt, also den sehe ich nicht, dass es unter Umständen zum Einsatz von taktischen Nuklearwaffen kommt, wenn, wenn jemand in der Lage ist, ein, einen Staudamm in der Art zu beschädigen, wie das die Russen offensichtlich unter welchen Umständen immer zu verantworten haben, weil dass die Ukrainer ihren Staudamm selber in die Luft gesprengt haben, ist ja wohl kaum zu glauben. Wenn jemand sowas macht und wenn gleichzeitig ständiges Risiko ist, rund um ein Kernkraftwerk wie das in Saporosche in der Ukraine, da muss ich Ihnen ehrlich gesagt sagen, weiß ich nicht mit absoluter Gewissheit, was möglich ist und was nicht möglich ist. Aber wie gesagt, muss auch sagen, dass die Ukrainer diesen Verteidigungskampf führen, in relativ klarem Bewusstsein, würde ich sagen, in Bezug auf die Risiken, denen sie sich ihrerseits aussetzen. Und sie sind trotzdem der Meinung, dass sie diesen Kampf führen wollen. Und solange sie das tun, wie gesagt, ein Einsatz von taktischen Nuklearwaffen würde ja die Ukraine selbst betreffen in erster Linie. Gab es so lange die Ukrainer bereit sind, diesen Verteidigungskampf zu führen, gehe ich davon aus, dass sie der Westen auch weiterhin Partei unterstützen wird. Das wird jetzt nicht befriedigen, diese Antwort, aber ich glaube, mehr kann man zu diesem Thema im Moment schwer sagen. Die OECD war über lange Zeit der einzige Faktor, im, die einzige Organisation im post-sowjetischen Raum, die irgendetwas machen konnte, was auch die Sowjetunion, die Russische Föderation, entschuldigen Sie, akzeptiert hat. Die, die Möglichkeiten, die die OECD hatte, waren begrenzt. Das Minsker Abkommen ist den Ukrainern in einer Situation großer ukrainischer Schwäche letztlich aufgedrängt worden und sie waren nie sehr glücklich, aber es hat immerhin über einen Zeitraum von 2014 bis 2020 die Situation zwar nicht stabilisiert, aber immerhin Gesamtbedingungen geschaffen, die es der Ukraine ermöglicht haben, sich zu konsolidieren. Und wenn diese 8 Jahre so nicht vergangen wären, glaube ich, könnte die Ukraine den Verteidigungskampf, den sie jetzt führen, nicht führen. Also ich glaube, es ist, auch das ist nicht gleich. Das Grundproblem war, dass die Minsker Vereinbarungen vorgesehen haben, einerseits einen Waffenstillstand, den die Russen hätten mitliefern müssen, und andererseits politische Entscheidungen zugunsten der Bevölkerung in der Ostukraine, die die Ukraine nur bereit war zu liefern, ab dem Zeitpunkt, wo es einen Waffenstillstand gibt und das keinen gegeben hat, hat man auf diesen Punkt nie erreicht. Aber ich würde mal sagen, stabilisiert ist ein großes Wort, aber es hat bis zu einem gewissen Grad die Situation über einen längeren Zeitraum ruhig gehalten und zumindest gewisse humanitäre Fortschritte über, einen, über diesen Zeitraum ermöglicht. Und wie gesagt, wenn der Präsident Putin nicht die radikalen Entscheidungen getroffen hätte, die Entscheidung getroffen hat, wäre diese, sagen wir, dieses labile Gleichgewicht nach Polen eine Weile weiter gegangen. Ich glaube, das ist das, was ich zum Thema OECD sagen kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese Strukturen, sowohl die UNO, das habe ich schon in meinem Vortrag gesagt, als auch die OECD, da sind und wenn sich die Situation bis zu einem gewissen Grad ändert, wieder zum Einsatz kommen können. Denn ich glaube, man wird irgendwann einmal Foren brauchen, die wieder denn eine gewisse Art von Dialog und Interaktion auch mit Russland ermöglichen, und die kann man nicht neu erfinden. Das heißt, man muss, glaube ich, mit der Tatsache leben, dass die Vereinten Nationen außerordentlich imperfekt sind im Moment, immer und jetzt besonders, und die OECD überhaupt. Aber ich bin nicht, ich gehöre nicht zu der Gruppe derer, die glauben, am besten man lässt die OECD nach abgehen, weil sie ist sowieso zu nichts zunutze und die Vereinten Nationen auch, weil, wie gesagt, außer diesen Strukturen hat man keine anderen, und irgendwann einmal, wie sich auch, ich meine, ich kann Ihnen das Beispiel geben, die NATO ist eingegriffen, hat eingegriffen im Kosovo ohne Sicherheitsratsbeschluss und hat einen Krieg geführt dort, von dem also unter anderem die Russische Föderation gesagt hat, er ist völkerrechtswidrig. Aber das Resultat war, wie dann der Konflikt beendet war, kam aus dem Ganzen eine UNO-Präsenz im Kosovo, die mit allen Schwächen, die sie hat,
über Jahre eine Stabilisierung erreicht hat, und die war das Resultat eines konsensualen Beschlusses im Sicherheitsrat. Also man kann nicht ausschließen, oder man soll nicht ausschließen, dass wir wieder zu einer Situation kommen, wo eine internationale Entscheidung gebraucht wird, und das einzige Gremium, das das regional machen kann, ist wahrscheinlich die OECD, und die einzige Organisation, die das auf globaler Ebene machen kann, sind die Vereinten Nationen. Ganz herzlichen Dank. Das war schlusswortartig. Ich darf Sie darauf hinweisen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir nächste Woche Ladislav Zapada aus Prag zu Gast haben, der sprechen wird über ein Europa oder mehrere, Ost-Mitteleuropa auf der Suche nach den europäischen Werten. Das geht auch etwas in die Richtung der Frage von Herrn Wendenburg, Stichwort Ungarn. Herr Zapada kommt aus der Tschechischen Republik. Wir sind alle herzlich eingeladen zu kommen. Wir werden hier nicht schließen, ohne ganz herzlichen Dank zu sagen an Botschafter Dr. Thomas Mayer-Harting für sehr interessante Einblicke, Einschätzungen, Befunde zur Rolle der Vereinten Nationen, speziell des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, der Rolle der Europäischen Union in diesem Kontext, und auch ganz herzlichen Dank für Rede und Antwort in einer sehr gehaltvollen Diskussion. Ganz lieben herzlichen Dank Ihnen. Dankeschön.